So, jetzt, ja. Sekunde kurz. Wo ist denn mein Chat? Ja. Hier ist mein Chat. Hier bin ich. Hier seid ihr. Hier ist mein Handy. Das müssen wir noch ausmachen. Noch leise machen. So, jetzt kann's losgehen, ja? Ja, wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Hattet ihr ein schönes Wochenende? Seid ihr schon gut in die neue Woche reingestartet? Schon wieder Montag, ja? Ja, also ich muss euch ganz ehrlich was sagen. Ich bin heute echt ein bisschen traurig. Weil ich habe gestern Abend die allerletzte Folge angeguckt von Kengar und Ashura. Jetzt bin ich voll traurig, echt. Ah, oh Gott, also ich weiß nicht, wer von euch hat es auch angeguckt? Ich habe angeguckt Kengar und Ashura. Und dann war die Staffel aus, ja. Dann dachte ich mir schon auch, nö, jetzt. Gerade wo es so voll spannend wird. Und dann habe ich als nächstes angeguckt Baki und Baki Hanma. Und dann danach noch diesen kleinen Film da. Baki vs. Kengan Ashura, ja. Und dann kamen schon währenddessen die neuen Folgen von Kengan Ashura. Und das habe ich jetzt dann geguckt am Wochenende, die neuen Folgen. Und jetzt ist es aus, okay? Ich bin voll traurig, ganz ehrlich. Also ich will jetzt hier nichts verraten oder so. Oh nee, echt nicht. Geht gar nicht, echt. Oh Mann. Oh Mann. Ja, naja, gut. Deswegen bin ich ein klein wenig niedergeschlagen. Heute deswegen, was ich weiß gar nicht, was ich jetzt angucken soll. Ganz ehrlich, das war so cool, ja. Ich mag die Serie voll gerne. Baki Hanma war auch ganz cool. Aber ich finde, Kengan Ashura war noch ein Tick besser. Ja, das könnte für mich jetzt eigentlich endlos so weitergehen. So für immer und ewig einfach weiter Kengan Ashura schauen. Ich überlege gerade wirklich, ob ich es nochmal anschaue. Ich habe nämlich auch noch ein bisschen was mir rausgesucht zum Zeichnen davon. Zwei Zeichnungen habe ich schon von Kengan Ashura. Einmal Saw Pain, ja, und dann noch, also den finde ich am allercoolsten, ganz ehrlich. Der ist so hibbelig und so. Und so energiegeladen die ganze Zeit, finde ich mega cool und schaut auch gut aus. Und dann habe ich noch als nächstes Kaolan Wong Sawat gezeichnet. Und jetzt habe ich auf jeden Fall noch zwei Charaktere aus Kengan Ashura, die ich auch noch zeichnen möchte. Ja. Und habe aber währenddessen dazwischen schon einen Charakter aus Baki Hanma angefangen. Also der ist auch noch nicht fertig. Ja, und ich mag jetzt eigentlich gar nichts Neues anfangen, solange diese Zeichnungen nicht fertig sind. Ja, ich muss immer gucken. Ich komme so wenig zum Zeichnen in letzter Zeit. Ich muss echt ein bisschen was umstellen. Weil am besten ist es immer, ja, während den Serien gucken, dazu noch den Soundtrack hören. Ich mache mir dann immer so Playlists, ja, mit dem Soundtrack dazu. Und dann währenddessen das Zeichnen, das passt eigentlich so am besten. Und erst wenn das irgendwie abgeschlossen ist, alles die Playlist erstellt mit dem ganzen Soundtrack. Es hat auch einen voll coolen Soundtrack, finde ich. Baki Hanma übrigens auch. Und ja, die Zeichnungen fertig sind, dann mag ich eigentlich erst was Neues schauen. Ja, mal gucken. Mal gucken, vielleicht schaue ich es einfach nochmal. Ja. Ich dachte mir eh so am Schluss so, hä? Wie war das jetzt? Hä? Okay. Alles klar, bin jetzt so ganz verstanden, aber gut, deswegen könnte ich es echt gut nochmal schauen. Naja, okay, ja, machen wir mal hier weiter, ja. Also, was geht hier eigentlich? Hier geht Folgendes, und zwar habe ich euch schon in den letzten Videos auf YouTube gesagt, was wir jetzt machen müssen, ja, ist, die neuen Items einkaufen, weil wir bekommen ja am Mittwoch Mythisch Plus und Dings. Ja, der Raid öffnet auch. Ja, übrigens ist mir so kalt. Mir ist so kalt, es ist so kalt geworden auf einmal hier. Ach, naja. Ja, also, was wir auf jeden Fall machen müssen, ich schreibe jetzt gleich mal hier schnell meine Liste. Heute ist Montag, 9.
9. ja. Trading mit insgesamt 5 Chars, wobei einer, nämlich mein Hauptchar, mein Main-Char, im Moment nichts macht. Der ist nur in der Garni und dafür ist im Moment, habe ich keinen Nerv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss erst nur mit den neuen Items hier klarkommen. Und ja, wir haben ja letztes Mal im Stream auch die Items neu verteilt, ja, auf die Chars. Die ganzen alten Items mal woanders hin verfrachtet und neue Listen erstellt, schon mit Durchschnittseinkaufspreisen und so. Durchschnittsverkaufspreise braucht man, glaube ich, noch keine machen, weil so viel hat sich noch nicht verkauft. Und was jetzt am wichtigsten war in den letzten paar Tagen und auch jetzt am wichtigsten ist, am Mittwoch, ja, bekommen wir Mythisch Plus. Und der Raid öffnet, deswegen ist es jetzt mega wichtig, dass wir einfach einkaufen. Ja, wir müssen einfach die Items da haben, weil ich gehe schon sehr stark davon aus, dass am Mittwoch die Preise extrem ansteigen. Und zwar genau ab dann, wo der Patch live ist, ja, wo der Raid wirklich geöffnet hat, egal zu welcher Uhrzeit es ist. Und Mythisch Plus einfach startet, dann werden die Preise ziemlich stark nach oben gehen. Und meine Empfehlung ist es wirklich, sich auf die goldenen Items zu fokussieren. Ich habe jetzt auch die silbernen und die bronzenen dazu genommen, also diese anderen Qualitätsstufen. Habe aber jetzt echt festgestellt, das ist für den Anfang ehrlich gesagt ein bisschen viel sogar, ja. Also man muss ja erst einmal so in die Preise reinkommen. Ich habe hier meine ganzen Listen, ja, wo alles draufsteht, die ganzen Items und was gute Preise sind und so. Ich habe ja jetzt eine Weile beobachtet, wie ich auch vorhergesagt habe, die Preise sind am Anfang extrem hoch bei den neuen Items, weil natürlich erstmal die Leute das herstellen können müssen, ja. Die müssen erst einmal ihre Berufe skillen und bis am Anfang können es nur wenig Leute herstellen und es ist halt einfach normal, dass umso weniger Angebot ist, umso teurer ist es einfach. Wobei ich sagen muss, ganz am Anfang, ja, da ist ja auch noch nicht so viel Nachfrage, weil wir haben noch kein Raid offen, wir haben kein Mythisch Plus offen. Wir hatten zwar die normalen Instanzen offen, die 5er-Instanzen, und dann haben auch die HC-5er-Instanzen geöffnet. Und da habe ich schon gemerkt, dass ab da, wo die HC-5er-Instanzen geöffnet haben, dass da die Preise schon mal ein bisschen hochgegangen sind. Also man konnte auch schon was verkaufen, aber ich sag mal so, jetzt wenn Mythisch Plus öffnet, ja, und der Raid, da wird es nochmal anders hochgehen. Wobei man aber auch dazu sagen muss, dass natürlich mittlerweile auch viel mehr Leute die Sachen herstellen können. Das heißt, die Nachfrage steigt extrem ab Mittwoch. Aber das Angebot ist auch schon gestiegen in der letzten Zeit. Ja, das hat man auch gesehen, dass die Preise immer weiter runtergehen, immer weiter runtergehen. Ab und zu war mal wieder auch was oben. Ich habe auch schon ein bisschen was verkauft. Aber ich sage wirklich, jetzt einkaufen, noch heute den Tag noch nutzen und morgen auch. Und dann am Mittwoch einfach möglichst viele Sachen einfach da haben, die man dann verkaufen kann. Also ich würde jetzt auf der goldenen Qualitätsstufe, würde ich persönlich im Moment jetzt fast gar nichts eigentlich verkaufen, sondern nur einkaufen, ja. Ich habe jetzt ein bisschen auf der Qualitätsstufe Bronze und Silber habe ich immer mal ein bisschen was verkauft. Ja, wobei ich sagen muss, das ist fast zu viel jetzt für den Anfang, diese anderen Qualitätsstufen auch noch dazu zu nehmen. Ich habe die ja während Dragonflight, habe ich diese anderen Qualitätsstufen nur deswegen dazu genommen irgendwann, weil da so eine Flaute mal war im Auktionshaus. Ja, das war dann auch da, wo dieses Pandaria-Event gestartet hat, dass da und Sommerpause einfach war, ja, Sommerferien und so. Da hat man es ja einfach gemerkt, dass die Sachen nicht mehr so gekauft werden und man hat nicht mehr so viel machen können. Und da habe ich mir gedacht, ja, es war halt einfach langweilig, weil nichts Gescheites ging. Und da dachte ich mir, schau dir doch mal die Items auf Qualitätsstufe Silber und Bronze auch an. Und dann habe ich da noch ein bisschen was halt getradet, damit ich was zu tun habe. Ja, aber im Moment habe ich eigentlich genug zu tun mit diesen neuen Items auf der goldenen Qualitätsstufe. Und ich müsste auch schon fast wieder neue Listen machen, ja, weil ich habe kräftig eingekauft in letzter Zeit und habe da einiges verkauft. Deswegen mache ich mir jetzt auch mal schnell noch eine neue Liste. Die habe ich ja schon fertig, die muss ich mir bloß ausdrucken schnell und das mache ich einmal.
damit wir einfach aktuelle Preise haben, ja. So, weil jetzt wird es ja jetzt besonders wichtig sein, am Mittwoch, dass wir wirklich unsere Durchschnittseinkaufspreise auch wissen. So, jetzt schauen wir mal Gold auf den Haupttrader, genau. Okay, gut. Da muss ich jetzt eh noch hinzufügen. So, jetzt passt mal auf. Also schaut mal her. Folgendes jetzt, ja. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass... Ja, jetzt nicht durcheinander kommen hier wieder. Wir schauen jetzt erst in meinen Briefkasten rein. Ja, also hier schaut, seht ihr mal, was ich so verkauft habe jetzt von gestern übers Wochenende, so ein bisschen was. Also spektrale Groggen sowieso immer, das wisst ihr ja. Ja, das ist so ein Item, was wir einfach immer haben. Automatikkammers verkaufe ich noch nicht, aber da gehe ich auch davon aus, dass am Mittwoch der Preis stark ansteigen wird. Also ich habe im Moment noch wenig Einnahmen, da ich ja gesagt habe, erst einmal die Sachen da haben und dann wirklich warten, bis die Rates aufmachen, weil da kann man die viel besser verkaufen. Ein bisschen was habe ich verkauft von den neuen Sachen. Dieser kerngeschmiedete Reparaturhammer zum Beispiel, der geht echt gut, was ich echt nicht gedacht hätte, weil ich persönlich einfach halt dieses Item echt komisch finde. Ja? Warum sollte ich das benutzen, wenn ich damit nur ein Plattenrüstungsteil reparieren kann und oder eine Waffe und es sich dann verbraucht, wenn ich genauso gut den Automatikhammer nutzen kann? Das verstehe ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Aber sie verkaufen sich gut. Ich habe die eingekauft für im Schnitt, lass mich mal schnell gucken, für im Schnitt 1,7 Gold, ja, und hier seht ihr, dass ich 4 Stück verkauft habe für knapp 80 Gold. Also die gehen echt gut aus irgendeinem Grund. Dann habe ich mal eine so eine kristallisierte Verstärkungsrune testweise eingestellt. Die habe ich eingekauft für 1000 Gold und habe sie für 2215 wieder verkauft. Also die gehen auch schon gut weg, aber noch besser werden sie halt schätzungsweise am Mittwoch weggehen. Jetzt kann es natürlich sein, also am Mittwoch werden auf jeden Fall wird die Nachfrage extrem steigen bei diesen ganzen Items, weil... ja, Raid und Mythisch Plus aufmachen, ja, und man da auf jeden Fall diese Sachen brauchen wird, ja, also wenn nicht da, wo dann, ja, im Moment gibt es ja bloß HC-Instanzen, 5er Instanzen, da benutzen scheinbar ja auch manche Leute das Zeug, aber mit Raid und Mythisch Plus wird die Nachfrage extrem steigen. Jetzt kann es natürlich sein, dass aber auch das Angebot extrem steigen wird, weil bis dahin noch viele Leute dazukommen, die einfach jetzt die Sachen herstellen können, ja, übers Wochenende ihre Berufe, was? Mythisch Plus macht das eine Woche später auf. Oh, okay. Ja, danke für die Info, Pischi. Da habe ich dann irgendeine Fehlinformation. Aber gut, dann fängt halt Mythisch Plus nicht am Mittwoch an. Ja, okay. Ja, gut, dass du es mir sagst, weil ich sag sonst dauernd hier falsche Sachen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mit so Zeug habe ich es immer nicht so, ja. Ich schnappe immer irgendwas auf. Deswegen ist gut, wenn ihr mir sagt, wenn es anders ist, weil ich gucke mir nicht die ganzen Patchnotes an. Aber okay, also trotzdem, es startet nächste Woche der Raid, ja. Das ist auf jeden Fall sicher. Am 11. September fängt der Raid an und da braucht man auf jeden Fall diese Sachen, ja. Also das ist logisch. Und wenn dann später Mythisch Plus und Mythisch Raid startet, dann wird man es erst recht brauchen. Also da kann man auch mal nochmal davon ausgehen, dass da einfach die Nachfrage enorm steigen wird. So, aber es kann auch gleichzeitig sein, dass das Angebot auch mehr wird, ja. Und deswegen der Preisanstieg nicht ganz so krass sein wird, weil einfach immer mehr Leute die Sachen herstellen können, sich das Zeug farmen, damit sie auch genug Materialien haben, um das Zeug herzustellen. Und außerdem es auch sein kann, ich meine, ich bunker jetzt hier ja alles, ja. Ich kaufe hier ein. Aber ich verkaufe nichts, weil ich alles dafür aufhebe, wenn der Raid anfängt, weil ich damit höheren Preisen rechne. So, und das kann ja sein, dass das auch noch andere Trader auch so machen oder halt Crafter, ja, dass die eben auch ihr Zeug aufheben und warten, bis der Raid anfängt. Deswegen kann es natürlich sein, dass sie am Mittwoch komplett hier das Auktionshaus überflutet wird an Items. Ist möglich, ja.
Also das kann man nicht genau sagen, wie hoch wird dieser Preisanstieg sein. Aber ich denke schon, dass es einen Preisanstieg gibt und dass es sich schon lohnt, das Zeug aufzuheben. Bis dahin, ich werde es auf jeden Fall so machen. Ja, also da seht ihr jetzt, wie gesagt, was sich halt verkauft hat. Ich habe ein bisschen was mal eingestellt, einfach mal um anzutesten, ob es zu diesen Preisen rausgeht. Hier habe ich schon hier über 1000 Gold plus mit dieser einen Rune, ja, gekauft für 1000 Gold. Und ja, ich habe nur ein bisschen was angetestet und jetzt nehme ich das einfach mal raus. Habe ich aufgeschrieben, ja. Jetzt nehmen wir das mal raus. Also ihr seht auch, mein Goldstand ist stark gesunken, ja, von 1,6 Millionen auf 1,2 Millionen jetzt. Und es ist auch ganz normal, weil ich muss jetzt erst einmal alles einkaufen, ja. Am Anfang haben wir einen hohen Invest und wenig Einnahmen, weil wir noch nicht so arg viel verkaufen können. Beziehungsweise ich auf jeden Fall warte, bis der Raid aufmacht, ja, und man auch erst einmal ein wenig schauen muss und die Preise halt auch noch stark schwanken. Aber ja, das macht nichts, ja, das ist ganz normal. So, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ich werde mir jetzt nochmal eine neue Liste machen hier. Und ich werde ein paar Sachen hier rauswerfen, wo ich einfach, ja, der kerngeschmiedete Reparaturhammer ist auch wieder günstig für ein Gold. Ja, für wie viel habe ich den verkauft? Wo haben wir den da? Verkauft für 2,8, 9,9, 19,6. Ja, also der geht mitunter echt gut weg. Also verstehen kann ich es, wie gesagt, überhaupt nicht, aber gut. Mir soll es recht sein. Ich kaufe jetzt hier mal noch ein paar, weil das ist ja wirklich ein Top-Preis, ein Gold, ja. So, und jetzt habe ich aber echt überlegt, ja, diese Liste ist hier noch zu voll, weil ich muss hier scrollen und das gefällt mir nicht. Ich möchte die Liste so haben, dass da wirklich ich nicht scrollen muss und alles auf einen Blick gleich sehe. Und jetzt habe ich mir überlegt, dass ich diese Verträge jetzt hier rausschmeiße, ja, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Verträge sind mit das Unlukrativste, finde ich, weil die einfach extrem teuer sind, ja, also du hast einen mega hohen Invest dafür. Ich möchte hier auf nicht 10.000 Gold erst einmal investieren für so einen Vertrag, ist mir einfach zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Und diese Verträge, die kann man ja genauso gut auf Silber oder Bronze einfach handeln, ja, dann hat man nicht so einen krass hohen Invest und das mache ich auch, weil ich habe ja diese ganzen Items auf allen drei Qualitätsstufen in der Beobachtung, deswegen werde ich die jetzt hier rauswerfen, aber ich werde die nicht ganz rausschmeißen, sondern ich werde sie einem anderen Char geben, ja. Mein Todesritter, der hat nämlich noch Platz auf seiner Liste, der hat im Moment nämlich nur diese paar Items hier, ja, im Vergleich zu dem Char, der hat hier die ganze Liste voll und deswegen schmeiße ich die jetzt hier raus, weil die mir einfach zu teuer sind. Genau, ja, die sind mir einfach zu teuer. Ich habe schon mit diesen Verträgen gehandelt auf Stufe Silber und Bronze, da kosten sie viel weniger und da ist der Invest nicht so krass. Deswegen tun wir die jetzt da raus, aber ich werde sie beim Todesritter wieder mit dazu nehmen, ja? Nee, ich will da nichts kaufen, ich will den Favorit hier rausnehmen. So, also das kommt jetzt hier raus, ja? Die Vantus-Rune ist natürlich auch extrem teuer, immer noch, aber die lasse ich drin, weil die braucht mir auf jeden Fall für den Raid. Und jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Platz, ja? Und deswegen mache ich mir jetzt hier eine neue Liste. Genau, hier wäre jetzt auch noch Platz für ein Item. Vielleicht nehme ich noch diese Mykoprachtrisotto hier mit dazu. Wobei, hier fehlen ja auch noch ein paar Buffwoods, ja. Also dieses Mykoprachtrisotto, das hat im Moment der Todesritter. Nee, das ist ja falsch. Ja, wo ist denn das jetzt? Hier, Mykoprachtrisotto. Das ist ein Buffwood für Ausdauer und Beweglichkeit. Ja, eigentlich gehört es hier bei mir nicht rein, weil das nicht mein Buffwood ist. Mein Buffwood ist das hier. Und ich würde auch noch ein Buffwood mit Haste einfach gebrauchen können. Ja, weil eigentlich finde ich, ich meine, Icy Veins empfiehlt hier für DistroWL dieses Buffwood, das Ausdauer und Intelligenz hat, wobei ich weiß nicht, also
Ich schaue eigentlich immer eher, dass ich genug Haste habe, ja, als Destruiel. Da könnten wir uns das mal noch raussuchen. Ich weiß halt nicht, wie das heißt. Beziehungsweise man kann ja auch schauen, einfach auf Icy Veins, was für ein Mage zum Beispiel empfohlen wird. Vielleicht kriegt der ja das mit Haste empfohlen, ich weiß es nicht. Das kann man einmal hier auch durchgucken, ja. Ja, hier gibt es halt noch ganz viele verschiedene Dings. Ja, da gibt es ja auch noch das mit Ausdauer und Stärke. Also da kann man sich einiges halt noch dazu nehmen. Ja, mich wundert bloß, wo ist denn das hier mit Haste? Ausdauer, Intelligenz, Stärke. Puh. Komisch, echt. Weiß es nicht. Ja, egal. Und was halt auch noch fehlt, sind diese anderen Festmale noch, ja. Also da fehlt noch dieses Hearty Feast of the Midnight Masquerade. Die anderen sind schon da. Und was auch noch fehlt, ist diese Temperate Potion da, wie heißt denn jetzt? Fleeting Agony Dings und so. Die fehlen ja auch noch, ja. Weil ich immer noch nicht weiß, was das eigentlich sein soll. Also hier ist ja immer noch nichts. Und dann dieser Trank, der gemäßigte Trank, da gibt es auch noch den Temperate. Ja, und der ist halt auch nicht da. Also ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht gibt es die Rezepte erst im Raid oder so. Ich habe keine Ahnung, ja. Also das fehlt auch noch. Deswegen jetzt, das ist ja, und hier dieses Fassbier der stillen Schritte habe ich noch hinzugefügt, weil das ist ja jetzt das neue C4-Trank, ja, Unsichtbarkeitstrank. Und den brauchen wir auf jeden Fall. Also allerspätestens für die Mythisch Plus Instanzen ist sowas ganz, ganz wichtig. Nun gut, jetzt ist ja jedenfalls ein bisschen was nochmal umsortiert und ich werde mir jetzt diese Liste neu ausdrucken, ja. Ich schmeiße jetzt hier die Verträge raus und füge jetzt hier dieses Fassbier ein. Das muss da noch mit rein. Und das Fassbier haben wir auch wieder auf 3 Qualitätsstufen. So, ja, die Verträge sind jetzt draußen und das drucke ich mir jetzt mal aus, ja, und die kommen dann beim Todesritter wieder rein, weil der hat ja auch noch ein paar Items, Handwerkswaren und noch ein paar Rest-Items, die hier nicht mehr reinpassen, und dann kann der das einfach nehmen, ja. Und dann machen wir hier gleich nochmal eine neue Liste. Also die Liste schaut ja im Moment so aus. Da stehen die ganzen Items drauf und Preisbeobachtung. Und von... Jetzt warum? Was ist jetzt hier wieder mit dieser Kamera? Hallo? Hallo? Was soll das? Nochmal versuchen. Also die Preisbeobachtung und dann hier auch immer die Durchschnittseinkaufspreise, wenn ich schon was eingekauft habe, ja. Und ich habe am Wochenende nochmal kräftig eingekauft, deswegen brauche ich jetzt wieder eine neue Liste. Also so schaut die frische Liste jetzt aus. Da habe ich jetzt diese Verträge rausgeschmissen. Jetzt ist schon wieder die Kamera unscharf. Was ist mit dieser Kamera los? Hallo? Und ja, habe noch das Fassbier mit reingenommen. Ja, Frage an der Stelle, wollt ihr diese Listen irgendwie haben? Könnt ihr die brauchen? Wenn ja, dann sagt mir bitte Bescheid. Dann schaue ich mal, wie ich das machen kann. So, also, hier haben wir jetzt die neue Liste. Und jetzt schreiben wir da alles wieder auf, ja. Wir gucken hier einmal die Preise durch. Und schauen nach den Durchschnittseinkaufspreisen. So, Datum, heute ist der 9.9., also die Liste ist eigentlich recht frisch noch, die ich jetzt hier hatte vom 6.9. vom Freitag. Aber wenn ich jetzt so viel einkaufe, dann brauche ich schon wieder eine neue, ja, weil ich brauche ja die aktuellen Durchschnittseinkaufspreise, vor allem dann für Mittwoch. So, jetzt schauen wir mal hier drauf nach den Durchschnittseinkaufspreisen. Okay, also fangen wir einfach mal an mit hier mit diesem algarischen Heiltrank. Hallo? Was ist jetzt wieder? Ach so.
Ich muss erst auf Ausgaben gehen, ja. Ein gardischer Heiltrank. So, dann schauen wir mal. Den habe ich eingekauft für im Schnitt 363 Gold. Ja, das heißt, ich habe hier 363,2. Meinen Durchschnitt Einkaufspreis schon gesenkt. Der war auf der alten Liste bei 474. Ja, schaut her. Seht ihr das? Und das ist wichtig, dass wir immer schauen, dass wir noch günstiger einkaufen können und die Einkaufspreise einfach im Schnitt drücken, okay? Der günstigste war hier für 315. Der ist heute aber drin für 289. Das heißt, da werde ich nicht selbstverständlich was einkaufen. Ich habe hier schon ordentlich eingekauft. Ja, 177 Stück habe ich. Da kaufe ich jetzt nochmal 27. Dann habe ich 23. 23 Stück, dann habe ich genau 200, ja. So, und das ist jetzt der neue günstigste Einkaufspreis. Der liegt jetzt bei 289. Und auch das schreiben wir auf, weil wir einfach wissen müssen, was sind gute Preise zum Einkaufen. Deswegen immer schauen, was war der günstigste Preis, zu dem ich jemals eingekauft habe. Wobei ich nicht solche Schnäppchen mit reinzählen würde, wenn mal irgendwie eins drin ist für 100 Gold oder sowas, ja. Also das würde ich da nicht mit aufschreiben, weil das ist ein Sonderfall, sondern wirklich, wenn was konstant drin ist und auch mehr davon und nicht nur eins oder so. Dann haben wir als nächstes den algarischen Mana-Trank, der ist heute auf 1500, ja, der ist halt immer noch teuer. Ja, ich ärgere mich da immer noch, dass ich da nicht mehr eingekauft habe, als der so günstig war. Ich habe ihn eingekauft für 455, war das günstigste, ja. Und dann war der ewig lang teuer drin. Also den ersten habe ich auch ziemlich teuer gekauft, einfach mal, dass ich einen habe. Aber das ist ja jetzt noch drüber. 1500, das ist halt echt der Wahnsinn. Ich schreibe mir auch noch so ein bisschen die Preisentwicklung mit auf, ja, damit ich einfach weiß, was sind das so für Preise immer mal drin. Der war jetzt auch am Wochenende auf 700 irgendwas unten. Also da hätte man eigentlich einkaufen müssen. Ja, ich habe es leider verbockt irgendwie. Weil da könnte man jetzt schon mit einem super Gewinn einfach verkaufen, ja. Also heute kostet der 1500. Ich schreibe hier auch mal auf 530 Durchschnittseinkaufspreis. Da habe ich den Preis angehoben. Der war zuvor niedriger, ja. Aber ich musste da noch ein paar einkaufen, weil ich einfach fast nichts hatte und wir es jetzt dann wirklich brauchen. 530,9. Ja, und ich hoffe halt wirklich, der geht nochmal runter, weil so kann man nichts kaufen. Das ist einfach viel zu teuer. Der günstigste für 455,0. Okay. So, dann haben wir den Automatikhammer. Der ist auch wieder so mittelmäßig heute, 97 Gold. Also der wird, denke ich mal, auch sehr stark ansteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute alle den da benutzen, weil das ist ja echt Unsinn. Ja. Für einen Raid macht es überhaupt keinen Sinn. Den Automatikhammer, den stelle ich auf und dann können alle Leute im Raid den benutzen und können ihr ganzes Zeug reparieren und nicht nur ein Teil oder so. Ja, Automatikhammer, braucht man eigentlich nichts machen, da hat sich nichts verändert. Durchschnittseinkaufspreis bei mir immer noch viel zu hoch, 114,8. Minimum Einkaufspreis 50, ja. Verkaufspreise brauche ich jetzt keine. Dann haben wir dieses Fassbier der Stille und ihr müsst hier auch wirklich oft aktualisieren, weil die Preise ändern sich hier ganz schnell. Im Moment ist so viel los im Auktionshaus, jetzt am Morgen nicht so arg viel, ja, das meiste ist schon immer noch am Nachmittag und am Abend los, aber das ist echt der Wahnsinn, wie viel hier im Moment einfach gemacht wird im Auktionshaus, also man merkt es wirklich, ja. Schauen wir mal nach diesem Fassbier, da habe ich noch gar keins gekauft auf der goldenen Qualitätsstufe. Das Fassbier habe ich hier unten. Ja, und auch hier ärgere ich mich wirklich sehr, weil das war hier mal drin für 94 Gold.
Und ich habe keine gekauft, ja. Und jetzt schaut euch mal an, wie teuer das heute ist. Und das wird immer teurer, das Ding. Also das ist echt der Wahnsinn. Das war jetzt am Wochenende auf 380, ja. Und ja, da hätte ich dann mal eins kaufen sollen, aber ich dachte mir, oh Gott, das ist ja voll teuer. Aber es wird noch teurer. Also, ja, keine Ahnung, echt. Das ist echt krass hier mit dem Ding. Müssen wir mal schauen, ja. 94 Gold hätte ich welche haben können. Auf Bronze und Silber habe ich schon ein paar gekauft, aber nicht auf der goldenen Stufe. So, dann haben wir als nächstes hier dieses Festmahl da. Festmahl der Mitternachtsmaskerade. Da habe ich schon ein paar gekauft, für 310 Gold im Schnitt. 310,3. Kostet heute 345, geht schon, ja. Also das günstigste waren 279, für das ich es eingekauft habe. 0,9. Und die Preise da, ja, also die Preise 394, 315 und heute kostet es 345. Also es geht schon, dieser Preis. Wenn man jetzt gar keine hat, ich würde mir ein paar holen, auch wenn der Preis jetzt nicht mega günstig ist. Ja, weil es geht auch noch unter 300, aber keine Ahnung, ob das jetzt nochmal eintreffen wird vor Mittwoch, weil ich denke mal, dieses Buffood wird auf jeden Fall benötigt am Mittwoch und das kann ordentlich hochsteigen, ja. Ich werde mir jetzt mal nochmal zwei Stück schnappen. Ich habe jetzt 8 Stück, dann habe ich wenigstens mal 10, auch wenn der Preis jetzt nicht überragend ist gerade. Aber geht schon so, ja. Ich gehe davon aus, das wird richtig teuer. Oh, ja, der Mannertrank. So, dann haben wir das andere Festmahl. Festmahl des göttlichen Tags. Kostet heute 1100. Das geht eigentlich so einigermaßen. Mein günstigstes war 942, für das ich eingekauft habe. Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 1081. Komma 5. Warum ist das eigentlich gar so teuer, das Ding? Verstehe das gar nicht. Primär ist das bei beiden der Primärwert oder zeigt es mir das hier nicht gescheit an, weil ich hier mit dem niedrigstufigen Chart drin bin, weil das ist eigentlich komisch, ja, weil das genau dasselbe macht, aber der Preisunterschied so extrem ist. Verstehe ich nicht ganz. Naja, keine Ahnung. 1100. Ja, also ich muss sagen, der Preis ist heute auch nicht überragend, ja. Aber es geht schon. Es war auch schon wesentlich teurer drin. Ich schreibe mir hier mal noch diese Preise auf. Das günstigste, was ich da gesehen habe, waren 900 Gold. Ja, gute Frage. Ich habe halt auch nicht viele davon. Ich habe nur drei. Aber wobei ich sagen muss, da kaufe ich ja lieber das und trade lieber das, weil das kostet ja bloß ein Drittel davon, ja. Also ich verstehe es auch nicht, warum die so unterschiedlich im Preis sind. Okay, machen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier die ganzen Fläschchen. Also in Dragonflight, da hatte ich ja nur die Flask, die ich als Destro-Hexe auch benutzen würde, ja. Die Elementarfiole und diese aufgeladene Fiole. So, hier haben wir jetzt. Hier habe ich jetzt auch noch ein paar andere dazu. Ich habe eigentlich alle vier jetzt, ja. Und möchte gerne alle vier traden. Jetzt muss ich mal schauen hier. Aggression habe ich da noch gar keins auf Gold. Gemäßigte Aggression. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich noch gar keins, ja. Weil die so extrem teuer sind immer. Fläschchen hier, da habe ich keins. Ja, aber auch hier der Preisverlauf von 15.000 runter auf 4,9. Und der Preis hält sich. Es schwankt immer mal ein bisschen. Es war auch schon auf 5.500, ja. Dann wieder ein bisschen runter. Aber unter 4.500 habe ich keins gesehen.
Das haben wir heute 4.900 wieder, ja. Das ist im Moment der Preis, der hat sich jetzt wenig so eingependelt, ja. Also am Anfang war es extrem teuer, dann sinken immer die Preise ein bisschen und dieser Preis hier hat sich jetzt eingependelt. Also ich weiß ja nicht, ich finde es halt immer noch extrem teuer. Ich warte halt dauernd drauf, dass es mal ein bisschen runtergeht, auf unter 4.000 wenigstens. Aber keine Ahnung, ob das eintreffen wird. Also ich hätte halt schon gern eins wenigstens, um es zu traden am Mittwoch. Aber es ist einfach so teuer, ja. Ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ja, man müsste fast schon eins einkaufen, ja. Wenn es mal auf 4.000 wenigstens runtergeht. Naja, schauen wir mal. Gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier die Meisterschaft. Da habe ich schon welche gekauft. Für im Schnitt 2.900. Das günstigste war bei 2.800. Heute kostet es. Moment, lass mal gucken hier. Da schreiben auch mal erst die Preisverläufe auf. 3.600, 2.900, 3.000, 2.900 und heute haben wir es bei 2.900 wieder. Also hier hat sich jetzt auch der Preis von 2.900 so eingependelt und ich gehe auch davon aus, dass das auch mega teuer sein wird am Mittwoch. Ich habe hier schon 11 Stück, das passt schon, ja. Ich könnte jetzt mal noch eins kaufen, weil es liegt ein bisschen unter meinem Durchschnittseinkaufspreis. Eins kaufe ich mal. Man muss halt echt ein bisschen haushalten hier mit dem Gold, weil es geht wirklich weg wie nichts im Moment. Es bringt jetzt nichts hier, sich 100 Stück zu kaufen von dem Ding, weil man da nichts anderes mehr kaufen kann, ja. Also, Durchschnittseinkaufspreis 2.901,9. Dann haben wir die Schnelligkeit. Schnelligkeit. Da habe ich auch schon ein paar. Oh, da ist richtig viel günstiger, als ich eingekauft habe. 3.700 Durchschnittseinkaufspreis. Da nehme ich mal ein paar, ja. 16.000 Gold für. Ja. 16.000 Gold für 5 Stück. Der Wahnsinn. Tja, jetzt also super. Jetzt sind noch mal günstigere drin. Ja, komm, dann nehmen wir halt noch mal zwei echt. 3.150 ist damit der günstigste Einkaufspreis. 3.150,9. Und Durchschnittseinkaufspreis 3.700, wobei ich den gerade schon ein bisschen gesenkt habe, aber das haben wir jetzt natürlich hier in den Daten noch nicht drin. Da kann ich ja noch mal eine neue Liste machen dann. Ja, die muss man sowieso ganz oft im Moment neu machen, diese Liste. Ja, immer wenn man viel eingekauft hat, muss man sie einfach neu machen. Okay, dann machen wir mal weiter. Hier schreibe ich auch noch den Preisverlauf mal so ein bisschen auf. Also das Ding hat einen Startpreis von 29.000, ja. Ist dann auf 4,5 abgesunken und dann immer weiter gesunken auf 4, auf 3,4, 3,3. Dann ist wieder ein bisschen gestiegen auf 3,8. Ja, wo ich dann aber nichts verkauft habe, weil das macht keinen Sinn. Man muss sich die Sachen jetzt für ein Raid aufheben. So, als nächstes kommt die Vielseitigkeit. Wer braucht denn eigentlich Vielseitigkeit? Welche Klasse? Das weiß ich gar nicht. Also hier 4.200. Das liegt über meinem Durchschnittseinkaufspreis, deswegen kaufe ich jetzt hier nichts. Ich habe 5 Stück, das ist nicht so arg viel, aber ich kaufe auch nichts, was überteuert ist. Das bringt nichts, ja. 3,8. 3.840,3 ist hier mein Durchschnittseinkaufspreis und das günstigste habe ich gekauft für 3.700. 9. So, der Preisverlauf ist hier 4.499. Also die habe ich erst später mit dazu genommen. Deswegen habe ich hier nicht diese ganz teuren Preise drin, weil die ganzen Flasks, die haben alle gestartet mit mehreren 10.000 Gold, was die gekostet haben, ja.
Und das Ding war am Wochenende jetzt mal drin für den doppelten Preis, ja. Das war drin für 6.300 Gold. Deswegen ist jetzt auch ein bisschen höher, nämlich auf 4,2. Ich könnte jetzt hier verkaufen, schon mit Gewinn, aber ich hebe es auf jeden Fall für Mittwoch auf, ja. So, dann haben wir als nächstes die gefüllten Höhlenpaprika. Da hat jetzt jemand das günstige Zeug alles rausgekauft. Da war ich jetzt spät, weil da hätte ich ein bisschen was eingekauft auch. Okay, naja. Aber da habe ich eigentlich schon genug. 322 Stück gefüllte Höhlenpaprika. Eingekauft für den Schnitt für 5,58. Also das ist super gut, ja. Das günstigste für 4,4. Ja, Durchschnittsverkaufspreise habe ich jetzt keine, aber die verkaufen sich auch ganz gut, muss ich sagen. Mich wundert es halt echt, dass das so arg günstig ist, das Zeug. Verstehe ich echt nicht. Aber gut, das kann halt wahrscheinlich jeder herstellen schon, ja, weil das so ein Anfänger-Ding vielleicht ist. Keine Ahnung. Also hier die Kosten, da hat sich auch ein Preis eingependelt von 7, 8 Gold drum pro Stück, ja. Also das passt auch, da kann man halt nicht so arg viel Gewinn machen, aber das passt schon. Dann haben wir hier, habe ich jetzt schon aufgeschrieben, ja. Dann haben wir den gemäßigten Trank und der ist auch immer noch extrem teuer. Der Trank, da ist er. Da habe ich jetzt auch mal 20 Stück, ja. Und ich habe da ein schönes Schnäppchen verpasst. Der war mal für 1600 drin, das habe ich leider verpasst. 1857 im Durchschnitt ist aber auch ganz okay. 7, 5, 8, 1. Ja, geht schon. Heute kostet er 2030. 20 Stück habe ich. Also der Preis von heute, der wird auch noch gehen eigentlich, wenn man jetzt gar keine hat. Ich würde mir schon ein paar holen. 2. Sekundärwerte. Hier frage ich mich halt auch, ob es da nicht noch irgend was Besseres gibt als diesen gemäßigten Trank, ja. Ich muss tatsächlich auch mal auf Icy Veins schnell schauen, ob die da nicht noch irgendein anderes Item hinzugefügt haben in der Zwischenzeit. Schauen wir mal. Nee. Temperate Potion, ja. Und dann halt Temperate Potion und danach dann Fleeting Temperate Potion, ja. Der ist nämlich besser, aber der ist ja noch nicht da. Und was soll jetzt da der Unterschied sein? Stehe ich nicht, weil da steht ja genau dasselbe drin. Increasing the associated secondary stats by 2617 for 30 seconds. Und es steht bei beiden drin. Also ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Weiß ich nicht, ja. Keine Ahnung, echt. Und ob es da nicht auch noch was anderes gibt. Aber Icy Veins sagt mir jetzt nur das. Ich könnte jetzt natürlich auch noch die ganzen anderen Klassen durchschauen. Habe ich aber nicht so arg Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, hier, aber das zeigt es bei allen so an, auch bei diesen Feast of the Midnight Masquerade und Hearty Feast zeigt es genau das gleiche an, was das macht. Ich kann es echt nicht verstehen, was da der Unterschied sein soll. Echt. Keine Ahnung. Ja gut, nützt nichts. Ich kann ja mal gucken, was würde denn ein Mage zum Beispiel benutzen. Schauen wir halt mal. Schauen wir halt mal, was ein Mage benutzen würde. Das würde mich jetzt schon mal interessieren, ja.
Wo haben wir denn den Mage? Mage, wo bist du denn? Ja, es gibt keinen Mage mehr. Schade. Mage, guck mir doch mal auf den Frostmage, ja? Schauen wir mal, was würde ein Frostmage benutzen? Ein Frostmage würde benutzen nichts. Komm, gib mal hier jetzt. Wo ist denn jetzt das Zeug? Changes, ja, das ist mir ja egal. Ich will ja bloß hier ja, Talents and Build Rotations and Cooldowns, Mage, Best in Slot and Gear, PV, Mythisch Plus Guide, bla 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 bla. Ja, wo sind denn hier jetzt die? Ach, hier, Lamas. Hallo? Hier, Gems and Chance and Consumables, ja? Jetzt gucken wir mal, was würde ein Frostmage benutzen? Best Food für den Frostmage. Aha, der hat nämlich hier was anderes. Empress Farewell und Beledars Bounty. Aha. Chester's Board. Outsider's Provisions. Ja, das erhöht aber alles nur Secondary Stats. Gibt's kein Barfood mit. Und hier auch Secondary Stat. Gruppenbarfood ist eh dasselbe. Was ist denn das eigentlich? Algary Mana Oil. Aha. Also für den Mage wird hier das hier empfohlen, die Tempo Flask, ja, das macht ja auch Sinn. Aber warum wird hier kein Pot empfohlen? Das ist ja sehr seltsam. Algary Mana Oil, was ist das denn? Algarisches Mana Öl. Gibt's nicht. Was soll denn es sein? Keine Ahnung, echt. Find hier auch nichts. Was soll denn das sein? Algary Mana Oil. Ist ganz komisch, echt. Coat your weapon in Algary Mana Oil. Increasing your critical strike and haste. Hm. 420 minutes. Weiß ich nicht, was das sein soll. Algarisches Mana Öl. Sehe hier halt nichts, ja? Keine Ahnung, echt. Ja, okay, lassen wir das mal. Das verwirrt mich jetzt bloß. Also, man kann da noch mehr Zeugs. Man kann da noch einiges an Sachen dazu nehmen, ja, aber lassen wir das mal. Lassen wir es mal bei diesen Sachen hier und wir waren jetzt hier beim gemäßigten Trank, ja. Bevor man es ganz wirr wird hier. Also, gemäßigter Trank. Kostet heute 2030 Gold. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 2480. Das ist jetzt zu teuer. Ich habe hier mal 20 Stück ergattert zu einem Preis, der einigermaßen okay war, ja. Das ist jetzt schon wieder zu viel. Schauen wir mal nach. 15.000 war hier der Startpreis und dann gesunken auf 5. Dann war der mal bei 1.600. Das war natürlich mega gut. Habe ich leider auch verpasst. 1.800 und jetzt hatten wir ihn gerade für 2030 und jetzt ist der schon wieder auf 2480, ja. Da hat jetzt jemand alle diese, ja, jetzt haben wir ihn wieder. Ich nehme jetzt hier mal zwei Stück, weil der Preis ist gar nicht mal so schlecht. Also hier könntet ihr ein paar einkaufen, ja, für den Preis. Dann haben wir das herzhafte Imbiss mal. Schauen wir da mal. Herzhaftes Imbiss mal. Ja, da habe ich mal 5 Stück gekauft für 300 Gold. Heute kostet es 377. So, niedrigster Sekundärwert wird um
20 erhöht, ist ja jetzt nicht so toll, finde ich. Das erhöht den Primärwert. 15 Minuten lang auch nur, hä? Ist so nur 15 Minuten lang? Das ist komisches Zeug. Zünftig satt. Aha. Ich bin zünftig satt. Naja, ich weiß nicht. Also dieses Item finde ich irgendwie auch ein bisschen seltsam, muss ich sagen. 300 war hier mein Durchschnittseinkaufspreis und es war auch der günstigste, weil ich habe hier direkt mal 5 Stück gekauft auf einen Schwung. So, der Preisverlauf ist hier 400 Gold. Ist so der Durchschnittspreis, ja, 377 heute. Also wenn man für 300 einkaufen kann, ist schon ein guter Preis. Jetzt haben wir diesen Reparaturhammer, der sollte auf 1,99. Ja, der ist ja eh. Den habe ich euch gerade schon kurz gezeigt. Kerngeschmiedeter Reparaturhammer. Für 1,5 habe ich den im Schnitt gekauft. Also wieder die Preise ein bisschen gedrückt. Das günstigste für 1 Gold. Und der Preisverlauf. Der, ja, neulich war der mal für 3,7 drin, heute für 1,99. Also da müssen wir, glaube ich, keine Preisverläufe mehr aufschreiben. Das sieht man ja selber, ja, für was, für wie viel. Wir können ja hier mal auf die Einnahmen schnell gucken mit dem Item. Also hier seht ihr es, Durchschnittsverkaufspreis liegt bei mir bei 9,9 Gold. Ja, also für 1 Gold einkaufen, für 9 wieder verkaufen. Ist ganz nett, würde ich mal sagen. Und hier hat man halt auch wenig Invest, ja, weil der sehr günstig ist. So, dann schauen wir uns als nächstes diese Rune da an. Kristallisierte Verstärkungsrune. Ja, das waren die Einnahmen, genau. Ich habe nur eins mal verkauft, ja. Also hier habe ich ein paar schon eingekauft für 1,1116,8 im Schnitt. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Habe auch schon ja eins verkauft, die ihr vorhin gesehen habt, für 2.300 oder so. Also das hat auf jeden Fall gepasst. Und ich denke mal, dass da auch schön die Preise hochgehen werden. Das günstigste habe ich hier gekauft für 999. Das war wirklich ein Schnäppchen. Und die Preisentwicklung ist hier. Hier schwankt es immer so ein bisschen. Das war schon drin für 1000, das war drin für 1500, für 2300, wo ich dann auch mal eins verkauft habe, ja. Und heute haben wir es auf 2.100, wobei die Preise in letzter Zeit immer ziemlich hoch sind, weswegen ich auch nur wenig habe, ja. Also hier muss man wirklich schauen, da seht ihr auch, wann die Preise so waren, ja. Hier, da ist das, das ich verkauft habe. Da ist schon die Provision mit weggerechnet. Also in letzter Zeit ist es immer ziemlich teuer drin gewesen. Ich hoffe mal, da kommt mal noch mal ein Schnäppchen rein. Weil die braucht ja jeder, diese Rune am Mittwoch. 2164. Ja, das ist schon das Doppelte von dem, was mein Durchschnittseinkaufspreis ist. Okay, machen wir weiter mit dem Schlummerseelenserum. So, da habe ich jetzt auch ein paar auf Gold und zwar 60 Stück, das passt. Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 96,6 Gold. Der Mindesteinkaufspreis, der niedrigste Einkaufspreis bei 55,7. So, und die Preisentwicklung, ja, und der ist heute richtig teuer, wie ihr seht, ja. 372 Gold, also mega teuer. Der war am Anfang recht günstig eigentlich, auf 150, 200 Gold und ist immer teurer geworden jetzt. Also, ja, ich habe Gott sei Dank ein paar ergattert, ja, aber ich hätte noch mehr kaufen sollen. Also, kann man nichts machen. Also, hier könnte ich jetzt ja schon verkaufen, ja, aber wie gesagt, ich hebe es mir echt für Mittwoch auf, weil ich denke, dass da die Preise sehr stark ansteigen. So, hier haben wir Spektraler Grog, das ist wieder ein Item. Das haben wir schon eine ganze Weile.
Hier kann man auch wieder ein bisschen was einstellen. Ja, das verkauft sich sowieso immer. Dann haben wir als nächstes hier den Sushi-Teller noch. Der Sushi-Teller. Ah ja, spektraler Grog. Schaue ich auch nochmal schnell nach. Wie hier mein Durchschnittseinkaufspreis ausschaut, 141. Ja, hat sich nichts verändert. 141,0. Mindesteinkaufspreis. Oh, ein Follow. Ja, Aki. Hallo Aki, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. Wo war ich denn jetzt? Spektraler Grog, genau. Ja, hier, schaut, das habe ich gemeint. Ja, also wenn ihr hier so Einkaufspreise, wenn ihr aufschreibt, was war der günstigste Preis, zu dem ihr jemals eingekauft habt, dann schreibt schon realistische Preise auf, ja. Hier 6 Gold brauche ich nicht aufschreiben, weil das war eine einmalige Sache, okay. Das war so ein Schnäppchen, wo nur ein paar drin waren und das kommt sehr selten mal vor, oder hier für 10 Gold oder so, ja. Oder das da, 60 Stück waren da drin, das ist echt der Wahnsinn. Aber was so niedrige Preise, ich sag immer so um die 150 rum ist halt ein guter Preis, ja. Und mein Durchschnittseinkaufspreis liegt auch schon ein bisschen drunter, also das passt. Okay, gut, spektraler Grog, den haben wir jetzt auch. Ja, dann haben wir jetzt noch den Sushi-Teller. Schauen wir mal da noch. Also ihr seht auch, wie lange das alles dauert, ja. Ich bin jetzt schon seit fast einer Stunde online. Und ich bin immer noch hier beschäftigt, nur mir die Preise anzuschauen. Ja, ich habe noch nichts verkauft oder irgendwas. Und ich habe ja noch die 3 anderen Chars, die auch noch Items haben. Und Sachen zum Nachgucken. Also es dauert wahnsinnig lang. Gerade hier am Anfang, bis man mal die ganzen Preise irgendwie im Kopf hat und weiß gleich, was ist ein guter Preis, ohne dass ich erst ewig diese Liste studieren muss. Ja, und ohne dass ich ständig hier neue Listen auch anfertigen muss, aber im Moment ist es einfach so. 690,7 ist mein Durchschnittseinkaufspreis. Oh ja, der ist jetzt ein bisschen gestiegen, weil ich brauchte noch ein paar. Ja, ich hatte am Anfang, ich hatte bloß hier 2 Stück für 650 eingekauft. Ich hätte da mehr kaufen sollen, weil der Preis ist einfach nach oben halt gestiegen. Und geht auch irgendwie nochmal runter, ja. Da hätte ich echt mehr kaufen sollen, wobei ich sagen muss, so krasser Preisunterschied ist gar nicht mal. Also es wird sich nicht mal rentieren zum Verkaufen. Vielleicht hole ich mir hier jetzt noch ein paar, weil ich habe halt auch nur ganz wenig. Was macht denn das Ding eigentlich? Ja, das ist halt auch wieder das mit Sekundärwert. Weiß nicht, ob das so toll ist, ehrlich gesagt, ja. Ich denke schon, dass hier die 2 Dinger hier besser sind, die den Primärwert erhöhen. Oder halt das Single Barfoot. Ne? Ja, die 2 sind schon am besten hier, denke ich mal. Deswegen weiß ich gar nicht, ob sich das so toll überhaupt verkauft, dieses Zeug. Sushi-Teller und Imbiss mal. Vielleicht lasse ich es auch. Ich glaube, ich kaufe keins mehr. Ich glaube, wir lassen es mal so und muss ich erst mal schauen, ob das Ding überhaupt weggeht. Ich habe echt keine Ahnung. 50. Das wird ja auch nicht empfohlen, ja. Also Icy Veins empfiehlt hier diese 2 Festmale da, die den Primärwert pushen. Und Single Barfoot, falls es kein Gruppenbarfoot gibt, dann hier Destoff und Destovl. Von dem Sushi-Teller und diesem Imbissmal steht zum Beispiel gar nichts drin. Das habe ich mir halt hier noch rausgesucht, ja. Gucken wir mal, ja. Ich weiß nicht. Also ich lasse es jetzt mal so. Ich habe jetzt hier 9 Stück und werde es mal so lassen und nichts mehr einkaufen, weil ich keine Ahnung habe, ob das Ding überhaupt weggeht. 699, 709 waren hier die Preise, 720 heute. Okay, dann haben wir jetzt noch diese Rune, die Vantus-Rune. Was macht hier der Mana-Trank? Oh Gott, der wird ja noch teurer, 1900 jetzt. Vorhin war er auf 1500 und das war schon viel. Das ist ja echt der Wahnsinn. Aber ihr seht ja auch, hier gibt es nicht viel, ja. Ich verstehe auch nicht, warum. Warum gibt es hier nur so wenig? Warum hier vom Heiltrank gibt es reichlich und vom Mana-Trank nur ganz wenig? Und das daran seht ihr halt auch,
was das ausmacht, ja, wie viel verfügbar ist einfach von einer Sache, okay? Wenn hier viel da ist, dann gibt es viel Angebot, dann ist es günstiger, als wenn nur ein paar da sind. Es ist normal, ja. So, die Rune, diese ist heute bei 7600. Also mir ist das echt zu viel. Aber das ist auch der Wahnsinn. Die war am Anfang auf 90.000, ja. Ist dann auf 8,5 runtergesunken, dann mal wieder auf 8,9 hoch, 8,4. Also so um den Dreh für 8.000 war es das günstigste, was ich gesehen habe. Bisher jetzt nur bei 7,6, ja. So um die 8.000 rum kostet einfach dieses Ding. Das, also mir ist das zu teuer. Ich werde die Vantus-Rune auf Silber oder Bronze traden, einkaufen und verkaufen. Mir ist das zu viel, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ja. Das, so viel will ich hier nicht ausgeben. Ja gut, dann sind wir jetzt einmal durch. Ja. Da können wir hier wieder zumachen. Flashing gemäßigte Schnelligkeit ist im Angebot. Okay, schauen wir mal. Schnelligkeit 3700. Ja, das ist günstig. Das ist tatsächlich günstig. Da kaufe ich mal ein paar ein. 5. Ja, und wieder sind 15.000 Gold weg. Jetzt schauen wir mal, hier habe ich jetzt ein paar Sachen eingekauft. Und hier seht ihr auch ausgegeben in der Sitzung, seht ihr das ganz unten in dem Kasten in Rot, ja? 48.000 Gold habe ich jetzt hier mal schnell ausgegeben für nur ein paar Items, die ich mal kurz schnell eingekauft habe. Ja, der Wahnsinn, oder? Ja, und schon, wir nähern uns schon wieder der 1-Million-Grenze. Also ganz ehrlich, das kratzt hier fast schon meine Million wieder an. Ich habe jetzt für eine 500.000 habe ich jetzt ausgegeben in der Zeit, seitdem diese Items hier gibt. Und kaum Einnahmen, ja, weil alles erstmal noch aufgehoben werden muss, wenn die Raids anfangen. Also schon der Wahnsinn, wie viel man hier investieren kann erstmal. Und ich rate euch halt, wenn ihr nicht so viel Gold habt, dass ihr diese ganzen teuren Items jetzt kaufen könnt, dann haltet euch jetzt an so Sachen wie hier diesen kerngeschmiedeten Reparaturhammer und haltet euch an die Sachen auf Silber und auf Bronze erstmal, ja? Dann geht erstmal auf die Qualitätsstufe Bronze runter, weil die sind viel günstiger. Das werden wir auch gleich noch sehen, das zeige ich euch gleich noch. Dann fangt erstmal so an, weil auch das wird gekauft. Und ihr habt halt weniger Invest einfach, ja? Die kosten nicht so viel. Klar, die Gewinne sind auch ein bisschen niedriger, aber erstmal müsst ihr ja überhaupt irgendwie ein bisschen an Gold rankommen, dass ihr überhaupt irgendwie was investieren könnt. Also fangt dann erstmal so an. So, wir nehmen jetzt mal die gekauften Sachen auch raus. Hier ist jetzt nichts Neues dazugekommen. Was mir jetzt immer noch fehlt, ist hier dieses Fassbier. Also der Unsichtbarkeitstrank, Fläschchen, Aggression fehlt mir noch. Die Aggression, ja, die ist immer noch so extrem teuer einfach. 4,9, ich sag mal, wenn die auf 4 wäre, das wäre super, dann würde ich mal ein paar nehmen. Und dann fehlt mir auch noch diese Rune, die mir auch echt einfach viel zu teuer ist, ja. Okay, das war es erstmal hier soweit. Jetzt logge ich mal um. Ich schmeiß mal noch schnell hier einen spektralen Grog rein. Nee, brauche ich nicht. Passt. Es passt so. Ja, also das war jetzt der Haupttrader. Ich schau mal, ob noch genügend Gold hier in der Kriegsmeutenbank ist. Ja, da habe ich mal 250.000 Gold reingeschmissen. Jetzt sind auch schon wieder nur noch 55.000 Gold drin. Weil die anderen Chars haben sich fleißig rausgenommen, ja. Aber das passt jetzt schon so. Okay, dann gehen wir jetzt mal... Ah ja, hier sind noch ein paar Höhlenpaprika. Die liegen da so ganz einsam und verlassen. Die tue ich mal hier mit rein. Im Moment brauche ich überhaupt gar keine Gildenbank, weil so viele Vorräte habe ich noch gar nicht, ja. Es ist alles so teuer, man muss erst mal ein bisschen gucken. Jetzt logge ich mal um. Also das ist jetzt hier die neue Liste. So schaut die jetzt aus, ja. Steht jetzt alles schön drauf mit Durchschnittseinkaufspreisen wieder. Das heißt, ich wäre schon bereit für Mittwoch. Ich habe jetzt von fast allen Items etwas. 3 Stück fehlen noch, wobei die Vantus-Rune, die lasse ich jetzt mal außen vor, weil die ist einfach mir zu teuer auf dieser goldenen Qualitätsstufe.
Ich werde stattdessen wahrscheinlich Silber und Bronze nehmen, ja? Okay, jetzt gehen wir mal auf den Char hier. Der hat den Rest an goldenen Items, Handwerkswaren und so. Und der kriegt jetzt auch eine neue Liste. Bei dem schmeiße ich jetzt... Da habe ich schon die ganzen alten Items aus Dragonflight, habe ich jetzt alle rausgeschmissen bei dem. Der hat ja die mal... Hä? Jetzt bin ich auf dem Jäger. Quatsch. Ich wollte auf dem Todesritter. Hier ist der Todesritter. Der hat diese ganzen alten Items aus Dragonflight jetzt mal dazu bekommen, ja, um die loszuwerden. Das habe ich jetzt alles aus der Favoritenliste rausgeschmissen, weil es mich irritiert hat. Außerdem hatte ich auch beschlossen, ich habe keine Lust mehr auf diese Items. Ich habe ein bisschen was noch verkauft, aber die Preise, die sind echt stagniert und es hat mich genervt. Und deswegen habe ich das ganze Zeug vorhin schnell beim Händler verkauft. Den Rest an Items aus Dragonflight, ja, weil das hat keinen Sinn mehr gemacht. Die meisten Sachen... Die hatten einfach Preise genauso, wie wenn ich es beim Händler verkaufen würde oder Minimum drüber und habe es tausendmal eingestellt und immer hat sich es nur so häppchenweise so mini, mini wenig verkauft. Ihr werdet es gleich sehen, hier schaut, das ist alles, was sich von gestern verkauft hat und vorgestern übers Wochenende, das ist ein Witz. Deswegen habe ich jetzt das Zeug dem Händler gegeben, damit jetzt Ruhe im Karton ist. Hallo Aki, den Dealfinder, das ist Auctioneer. Ich schreibe dir das mal hier rein. So heißt es Addon, dass diesen Dealfinder mit dabei hat. Ja, das ist wirklich extrem praktisch. Ja, bitte. Das ist super praktisch. So, also hier seht ihr, das hat sich alles verkauft, ja, und das ist einfach Blödsinn. Deswegen, es ist Zeitverschwendung, da noch was einzustellen. Ja, 174 Gold übers ganze Wochenende, okay? Also, da habe ich echt keine Lust mehr drauf. Ich kümmere mich lieber jetzt um die neuen Items. Deswegen habe ich das ganze Zeug vorhin dem Händler hingeschmissen. Weil es macht überhaupt keinen Sinn mehr jetzt, ja. Und das waren auch nur noch Reste, also ist auch okay, ist nicht schlimm, ja, alles gut. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Also hier müssen wir jetzt auch ein bisschen, oh Gott, ich habe schon wieder kein Gold mehr. Nee, ich muss erstmal in die Kriegsmeutenbank gehen und mir ein bisschen Gold holen. Hier schaut mal hier, der Tokenpreis ist wieder ein bisschen gesunken. Ist im Moment auf jeden Fall guter Preis, ja, guter Preis. Sehr, sehr niedrig. Seitdem ich jetzt wieder angefangen habe zu spielen, im Oktober letztes Jahr, nach 6 Jahren Pause, der niedrigste Preis überhaupt, den ich gesehen habe. Warum? Weil jetzt wieder mehr Leute im Spiel sind und Abos abschließen, ja. Möge das Licht euch umarmen. So, umarmen. Ja, hier nehmen wir jetzt mal ein bisschen was raus. Nehmen wir mal 20.000 nochmal raus. Es sind noch 35.000 drin für die zwei anderen Chars. Und da brauchen wir jetzt auf jeden Fall auch eine neue Liste wieder. Das Fassbier hatte ich hier noch mit dazu genommen. Das schmeiße ich jetzt da wieder raus, weil das hat schon der Haupttrader. Und der Todesritter bekommt jetzt hier die Verträge noch mit dazu auf der goldenen Qualitätsstufe. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt einen Sinn macht, damit irgendwas zu machen auf dieser Goldqualität, weil ich muss halt sagen, diese Dinger werden auch immer billiger werden, ja, weil die Leute haben das schon alles dann und brauchen keinen Ruf mehr, wohingegen die Red Buff Items nicht billiger werden, also nicht in dem Umfang jedenfalls und die auch immer wieder gebraucht werden, ja. So. Okay, jetzt machen wir uns erstmal hier eine neue Liste. Da muss einmal die vom Haupttrader zu. Und dann brauchen wir die vom Todesritter. Also, der Todesritter jetzt, ja. Der hat jetzt hier diese Handwerkswaren drin. Das Fassbier können wir rausnehmen, weil das hat jetzt der Haupttrader. Und was wir jetzt hier aber noch mit dazu tun, sind diese Verträge wieder, ja. So,
Also einmal hier Arati, Donegal, Felden und Tiefen. Die brauchen wir jetzt noch. Und die sind viel zu teuer noch zum Kaufen. Aber man kann die mal eine Weile beobachten. Ja? Also die schreibe ich jetzt da wieder mit drauf. Ansonsten habe ich jetzt alles, glaube ich. Schimmernder Splitter, glänzender Kristall, ja. Vertrag. Arati von Heilsturz auf der goldenen Qualitätsstufe. Dann kommt der Konvent der Tiefen. Die durchtrennten Fäden. Und als letztes noch Rat von Donegal. Gut, dann können wir das einmal ausdrucken. So, speichern und drucken. Ja, dann brauchen wir jetzt nochmal die alte Liste. Wo ist die denn jetzt? Wo habe ich die jetzt hin? Die habe ich da schon da hinten. Genau, weil wir da nochmal von den Verträgen die Preise aufschreiben müssen, die Preisverläufe. So, also. Eine neue Liste mit Datum von heute. 9.9. Okay, dann fangen wir mal an, ja. Hier haben wir jetzt Bismut für 205 Gold. Das ist günstig. Auch hier brauchen wir jetzt neue Durchschnittseinkaufspreise. Deswegen, warum habe ich jetzt hier wieder Nachricht vom Auktionshaus? Ich habe doch alles rausgenommen. Ich glaube, das backt so ein bisschen. So, Bismut auf Gold. Also, 188,4 ist mein Durchschnittseinkaufspreis. Ach so, dann ist es gar nicht so günstig. Ja, seht ihr? Deswegen braucht man diese Durchschnittseinkaufspreise. Mein letzter Durchschnittseinkaufspreis lag nämlich bei 223,2. Da wäre das eigentlich gut gewesen, aber jetzt habe ich den schon gesenkt auf 188,9. Deswegen kaufe ich jetzt da natürlich nichts. Und deswegen muss man immer wieder diese Liste aktualisieren und immer wieder neue Durchschnittseinkaufspreise machen, ja? Nachgucken. So, das günstigste habe ich gekauft für 150. Ja, das war ja hier auch so witzig. Am Wochenende war ja hier Schnäppchenmarkt mit den Items. Also das war so übel. Hier war das Zeug drin für mega billig und man konnte aber gar nicht so schnell klicken, war das schon wieder weg. Und das wirklich mehrfach. Und über eine ganze Weile am Stück ging das so. Ja, ich bin hier fast verzweifelt, ganz ehrlich. Habe ich euch auch auf YouTube die Videos hochgeladen, da könnt ihr das euch anschauen. Also es geht wirklich extrem ab im Auktionshaus derzeit, ja. So, dann haben wir, jetzt schauen wir mal, 188,9. Ja, genau, das habe ich schon aufgeschrieben. Da habe ich auch etliche, nämlich 192 Stück, das reicht schon. Ich schreibe noch ein bisschen so den Preisverlauf nochmal auf, damit wir auch sehen, was hat es so für Durchschnittswerte. Also das pendelt immer so um die 200 rum, ja. Es war auch schon für 280 drin und auch schon für 190. Naja, und ich habe günstiger eingekauft, ja. Für 150 habe ich mal ganz viele hier ergattert, das war richtig gut. Okay, machen wir weiter. Eisenklauenerz. Das kostet heute 37,9. Für wie viel habe ich denn das eingekauft? Auf Gold. Für 40,9. Ah ja, das heißt, es liegt jetzt unter meinem Durchschnittseinkaufspreis. Es ist weg, aber das ist auch noch gut. Die können wir mal gleich alle nehmen, schnell. Das ist doch super. 38. Ja, 40,9. Das heißt, ich habe hier schon wieder den Durchschnittseinkaufspreis gedrückt wahrscheinlich. 38,0 habe ich gerade eingekauft. Das kann ich gleich mal aufschreiben. Der Preisverlauf hier, 55,
45, 43, 39, 46 und heute gerade was drin für 37. So, dann haben wir als nächstes hier diesen glänzenden Kristall. Ja, diese Items hier, ja, also die Handwerkswaren, die würde ich jetzt schon traden und nicht bis Mittwoch warten, weil die Leute brauchen jetzt schon vor dem Raid die Sachen, damit sie einfach gut gegiert sind für Mittwoch. Ja, versteht ihr, wie ich meine? Also das könnt ihr jetzt schon verkaufen. So, glänzender Kristall, also den habe ich im Schnitt gekauft für 934, dann ist das jetzt natürlich zu teuer. 934,9. Der günstigste Preis war 897,8. Der Preisverlauf 1100, 992, 897, das war absoluter Tiefspreis, 897 Gold. Und heute für 1173. Preis ist also ein bisschen gestiegen wieder. So, auch hier immer mal wieder aktualisieren, weil die Preise ändern sich extrem schnell und man muss mega schnell zuschlagen, ja. Dann haben wir hier den kerngeschmiedeten Dietrich. Da habe ich auch einen gekauft jetzt für viel zu teuer, ja. Für 400 habe ich zwei Stück gekauft. Der kostet heute weniger, deswegen schnappe ich mal da zwei Stück, um meinen Durchschnittseinkaufspreis zu senken. Der war nämlich extrem teuer drin. Also am Anfang war der für 288 drin, wo ich noch dachte, oh Gott, ist das teuer. Aber dann stieg der Preis auf 900, ja, super. Und der war dann eine ganze Weile so. Und deswegen, als der dann auf 400 runterging, habe ich mir mal ein paar, zwei Stück halt geschnappt. Jetzt heute nochmal günstiger. Da habe ich jetzt auch ein paar gekauft, mal zwei Stück. Passt jetzt erst einmal, ja. So, dann haben wir hier die Mykopracht. Da hat sich gerade irgendwas am Preis getan, glaube ich. Mykopracht. Auf Gold. Da habe ich eingekauft für 41,9. Das heißt, das ist genau mein Durchschnittseinkaufspreis, den es heute hier hat. Ja, da brauche ich dann nichts machen. Ich habe hier 57 Stück. Ich glaube, das reicht erstmal. Das günstigste waren hier 39,0. Preisverlauf hier 53, 44, 42. Also ähnlich wie beim Eisenklauenerz der Preis. So, dann haben wir den schimmernden Splitter auf 270. Ah ja, da habe ich noch keinen. Schimmernder Splitter 270. Ja, der ist wieder teuer. Ah, Moment, Mykopracht-Risotto fehlt. Stopp, stopp, stopp. Mykopracht-Risotto. Habe ich gekauft für 104 im Schnitt, kostet heute 100. Ist günstiger. Kaufe ich welche. 10 Stück. 104,5. Mein günstigster Einkaufspreis ist der von Grad mit 100. Und der Preisverlauf ist 90, 189, 103, 100. Passt. Jetzt kommt der schimmernde Splitter. Der kostet heute 270 Gold. Der Preisverlauf ist 199, 227, 260. Ist also teurer geworden. Und das macht auch Sinn, weil jetzt die Leute das brauchen, um sich ihr Gear, die Leute holen sich jetzt in dieser ID Gear im HC5er Dungeon, ja, und jetzt müssen die das Gear eben VZ und Sockeln und so weiter, damit sie dann am Mittwoch das beste Gear haben, was sie jetzt bekommen können bis dahin, um dann einfach im Raid halt ordentlich Gas geben zu können, ja. Deswegen steigen jetzt schon die Preise für diese Handwerksmaterialien an. Also da müssen wir nicht bis Mittwoch warten, okay?
Da hätte man auch schon vorher einkaufen müssen. Also das ist jetzt eigentlich schon zu spät. Schimmernder Splitter. Ja, ich habe es verpasst einfach. Dann haben wir den sonnenlosen Panzer. Auch der ist wieder teuer. Habe ich da schon was? Ich glaube nicht. Nee, nur auf Silber. Sonnenloser Panzer. Preisverlauf 1100. Hat sich eine ganze Weile gehalten. 1036. 1000. Ja, ist immer ungefähr das gleiche. So um 1000, 1100 Gold rum das Ding, ja. Würde ich jetzt auch nichts kaufen, weil wenn sich da am Preis gar nichts tut, der auch nicht mal hochgeht, mal macht es überhaupt keinen Sinn. Ja, es kann natürlich sein, der geht morgen noch mal hoch, weil dann morgen so der letzte Tag bevor der Raid anfängt ist, ja, und die Leute sich heute und morgen im Laufe des Tages noch mal schnell Gear holen. Am Dienstag raiden ja auch noch mal einige Leute im Normalfall. Jetzt kann man nicht raiden, deswegen gehen sie noch mal die HC-Instanzen abfarmen und so, um sich noch mal ein bisschen Gear zu holen. Deswegen kann es schon sein, man braucht es für irgendwas, ja, oder halt irgendwie noch irgendwas herzustellen an Gear oder so für Mittwoch. Kann sein, der Preis steigt hier morgen ein bisschen an. Mir ist es aber hier zu riskant, weil ich hier überhaupt keine Preisveränderung sehe mit diesem Item, seit ich es beobachte und es mir auch zu viel Gold ist. Machen wir hier weiter mit dem Sturmstaub. Weiß nicht, ob ich da schon einen habe, werden wir aber gleich sehen. Ja, ein bisschen was habe ich auf Gold. 3 Stück eingekauft für 219 im Schnitt. Ja, liegt drüber, aber nicht viel. Eventuell, ich weiß halt nicht, die Handwerkswaren, wie gesagt, das ist eigentlich, wird da nichts mehr jetzt gehen bis zum Raid. Wenn die ersten den Raid durchhaben, dann geht da wieder was, ja, weil dann brauchen die Leute wieder ihre Verzauberungen auf das neue Gear und so. Also ich lasse es mal sein hier. Das gefällt mir jetzt nicht hier mit diesem Sturmstaub. 219,6. Durchschnittseinkaufspreis und das ist auch der günstigste Preis, zu dem ich hier eingekauft habe. Das Item war drin für 235, 219, 235, 228. Also auch hier sehen wir, dass hier wenig Bewegung drin ist. Im Preis ist es immer ungefähr dasselbe. Also kann man da auch nichts machen, wenn ich das jetzt einkaufe und der Preis geht dann um 30 mal hoch. Ja, das bringt mir persönlich halt nicht so arg viel, weil ich muss ja schon wieder 5% Provision abziehen vom Verkaufspreis, ja, dann habe ich irgendwie, ja, mein, vielleicht 20 Gold Gewinn habe ich vielleicht schon pro Stück, aber muss ich es erstmal loswerden. Einstellgebühren sind halt auch teuer, ja, wobei geht eigentlich. Ja, nee, aber ich finde, es macht keinen Sinn. Wenn hier keine Preisunterschiede sind bei einem Item, hat es ja keinen Sinn, das irgendwie zu kaufen. Klar kann es sein, dass es plötzlich mal mega hoch schießt, das Teil, ja, nachdem alle Raiden waren und neues Gear haben und so. Das ist ja schon, aber ist mir jetzt nicht so lukrativ genug. Ja, dann schauen wir uns mal diese Verträge noch an. Da brauchen wir jetzt den anderen Zettel hier von dem anderen Char. Also, die habe ich jetzt ja gerade umgeschichtet. Der Arati, die habe ich ja gerade schon auf dem anderen Char aufgeschrieben, ne? Genau, hier 90.000 war der Startpreis und nein, das war die Rune. Quatsch, das stimmt nicht. Der Startpreis war in 139.000 und jetzt auf 12.000 irgendwas runtergesunken. Ja, da pendelt sich's auch so ein bisschen ein jetzt irgendwie. Aber das macht halt dann auch keinen Sinn, wenn wir auch hier keine große Preisbewegung drin haben. Ja, ich sag mal so, wenn jetzt das Ding für um die 12.000 drin ist und ich kaufe eins raus und es geht dann immer mal nur so ein paar hundert Gold drauf und runter, dann bringt mir das ja auch nichts. Ja, weil dann mache ich ja keinen Gewinn damit. Wenn, dann müsste es schon um 5.000 mal raufgehen bei solchen Summen, geht's aber nicht.
Und es wird es auch nimmer, weil dieses Item wird immer billiger werden, weil die Leute es nimmer brauchen. Weil die haben schon das Zeug, die farmen schon Ruf. Ja, was soll man schon anders machen, bevor ein Raid anfängt, wenn man fertig gelevelt hat? Was macht man dann? Ja, Berufe craften und Ruf farmen, ja. Also braucht das keiner mehr. Deswegen sinkt der Preis immer weiter runter, deswegen macht es auch null Sinn, das Ding einzukaufen. Also wenn ihr es herstellen könnt, dann stellt es her und verkauft es. Aber das einzukaufen macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Diese ganzen Verträge machen keinen Sinn für mich einzukaufen. Nicht auf dieser Qualitätsstufe. Auf den niedrigeren, ja. So, dann den Rest schreiben auch noch gerade. Das schreibe ich jetzt hier schnell von meiner Liste ab, weil ich habe sowieso gerade alles schon mit dem anderen Char nachgeguckt mit diesen Verträgen, bevor ich die umgeschichtet habe. So, 11.000, genau. Ja, okay, also hier, man sieht ja auch bei den Verträgen, die sinken immer weiter, da geht nichts mehr rauf, ja. Ich sage mal so, bei den silbernen und bronzenen, da ist mehr Bewegung drin als hier auf Gold, ja. Okay, das war's jetzt, die Liste ist auch fertig. Bereit für Mittwoch, für wenn der Raid öffnet. Ein bisschen was darf ich noch einkaufen. Hier fehlen mir jetzt noch der schimmernde Splitter und der sonnenlose Panzer. Ansonsten habe ich hier auf jeden Fall von allem etwas. Das passt jetzt schon mal. Das legen wir mal hier an die Seite. Das sind die neuen Listen von heute. Genau. Und diese alten Listen, die können jetzt abgeheftet werden. Jetzt haben wir noch zwei Chars. Ah ja, die Liste mit den alten Items aus Dragonflight, die ist hier, die kann jetzt auch weg, überall wo ein X drin ist, heißt das, ich habe nichts mehr. Und da seht ihr, da waren noch ein paar Items übrig, die habe ich dann dem Händler gegeben, ja. Weil das macht jetzt da keinen Sinn mehr und habe auch keine Lust mehr drauf. Jetzt gehen wir auf die Items in der Qualitätsstufe Silber, aber vorher hole ich noch die Sachen raus, die ich gerade gekauft habe. Auch hier auf Silber braucht man eine neue Liste, einfach um wieder neue Durchschnittseinkaufspreise zu haben, aktuelle, und dann bereit zu sein für Mittwoch, damit ich weiß, zu welchem Preis kann ich verkaufen, ja. Und wenn ich jetzt die Preise nochmal runterdrücke, umso besser, dann muss ich aber jetzt nicht nochmal eine neue Liste machen, weil wenn ich die Verkaufspreise ein bisschen höher ansetze, ist auch nicht schlimm, aber ich darf halt nicht teurer einkaufen jetzt mehr. So, das nehmen wir noch gar alles raus, ja. Okay, der Char hat nicht so arg viel, aber der kriegt, denke ich mal, auch noch ein bisschen was dazu. Bisschen andere Pots noch, bisschen anderes Buffhut vielleicht noch für andere Klassen. Und ansonsten passt es aber auch, weil sonst wird das auch einfach alles viel zu viel. Jetzt schauen wir uns das Zeug auf der Qualitätsstufe Silber an und machen da auch direkt eine neue Liste. Die vom Todesritter habe ich schon ausgedruckt, kann man einmal speichern. Jetzt sind wir hier auf Silber, das macht hier mein Jäger. Ja, der hat jetzt genau dieselben Sachen wie der Haupttrader, aber alles auf Silber. Der hat natürlich nicht die ganzen Buff-Foods, weil da gibt es keine verschiedenen Qualitätsstufen. Der hat nicht die kristallisierte Verstärkungszone, weil auch da gibt es keine verschiedenen Qualitätsstufen. Aber er hat die ganzen anderen Items plus auch diese Verträge und die Handwerksmaterialien, was jetzt der Todesritter in Gold hat, hat der auch alles noch mit dazu. Ja, der Vertrag passt, ja, der Vertrag passt, die Liste passt nicht, da muss ich ein bisschen was jetzt noch mit reinschreiben, da habe ich nämlich noch den schimmernden Splitter, glänzender Kristall und das Fassbier nachträglich hinzugefügt, ja, das werde ich jetzt einmal hier noch einfügen und dann die neue Liste ausdrucken und dann können wir hier auch gucken, also Fassbier der stillen Schritte. Auf Silber. So, dann haben wir als nächstes die ganzen Flasks. Dann kommt hier der gemäßigte, nach dem gemäßigten Trank muss ich jetzt einfügen den glänzenden Kristall. Und es ist aber auch trotzdem interessant, ja, wenn man diese ganzen Items auf verschiedenen Qualitätsstufen beobachtet und nicht nur auf Gold oder so oder auf einer Qualitätsstufe, kann man halt immer auch sehen, okay, interessant, das Item kostet in allen drei Qualitätsstufen gleich viel. Kommt nämlich manchmal vor und ist höchst interessant, finde ich, und hilfreich zu wissen. So, hier nach der Myko-Pracht muss ich jetzt einmal diesen schimmernden Splitter noch einfügen und dann habe ich, glaube ich, schon, nee, doch, dann habe ich alles, ja.
schimmernder Splitter auf Qualitätsstufe Silber. Und dann kann der Rest wieder rein. Hier sind auch noch die Verträge mit dabei, das passt schon. Und dann kann ich das einmal ausdrucken, dann habe ich, glaube ich, alles. Okay, speichern und ausdrucken. So. Ja, dann machen wir jetzt hier auch eine neue Liste und schauen einfach die Durchschnittseinkaufspreise nach, genauso wie bei den anderen Chars auch. Ausgaben. Und wir fangen direkt an mit diesen algarischen Tränken. Da nehmen wir jetzt erst einmal, wo ist denn der algarische Heiltrank auf Silber? Da. Algarischer Heiltrank auf Silber. Hier, frische Liste wieder, ja. Okay, das ist hier die alte Liste, da habe ich nachträglich unten dann noch diese Handwerkswaren ergänzt, die habe ich jetzt alle einfach in alphabetischer Reihenfolge, genauso wie es halt im Auktionshaus drin steht, hier eingefügt. Und jetzt, die ist auch komplett vollgeschrieben schon mit Preisen. Und jetzt brauchen wir hier einmal die neuen Durchschnittseinkaufspreise und wir gucken, ob wir irgendwas kaufen oder auch verkaufen können. Ja? Hier verkaufe ich auch. Hier und auf Bronze verkaufe ich und warte nicht auf den Raid. Außer ich hätte jetzt irgendwas auf Gold garnet, wie zum Beispiel die Sevantus-Rune, und habe hier auch nicht viele, dann hebe ich es auf. Aber den Rest kann man verkaufen, wenn halt gute Deals drin sind. Also dann haben wir erstmal algarischen Heiltrank auf 26,9. Das ist geblieben, da habe ich, glaube ich, auch nichts gekauft, weil der ziemlich im Preis raufgegangen ist. Das günstigste war auf 25,9. Die Preisentwicklung, ja, 32, 28, heute auf 35, ist eigentlich ziemlich teuer, ja. Könnte man eigentlich mal ein paar einstellen, tue ich mal 5 Stück rein. Das braucht man hier nicht aufheben, weil ich habe ja das Zeug auch auf Gold. Und schon ist es weg, habt ihr gesehen? Und ich muss hier mal diesen Chat wieder ausschalten, das nervt so ein bisschen. Und ihr seht keinen Chat, sehe ich auch gerade. So, so ist besser. Mal gucken, dass ihr auch was seht, ne? Okay, also machen wir weiter. Algarischer Heiltrank habe ich gerade schon ein paar verkauft. Okay. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil ich hier nur 13.000 Gold habe, aber es ist ja ein Twink. So, also das habt ihr das gesehen, wie schnell das rausging? Ja. Kann man nochmal ein paar reintun. Und direkt weg. Also Wahnsinn. Ja, ich möchte mir trotzdem ein paar aufheben noch, für wenn die Raids starten, falls mir die goldenen ausgehen. Ja, aber ein paar kann man mal reinstellen. Dann haben wir den algarischen Mana-Trank. Wie schaut es denn hier aus? Algarischer Mana-Trank auf der Stufe Silber. So, den habe ich gekauft für 43,38 im Schnitt. Das heißt, der ist heute ein bisschen günstiger als meine Durchschnittseinkaufspreise. Ja, kleinster Einkaufspreis 32,3. Preisentwicklung ist hier 42. Hält sich schon Ewigkeiten, der Preis, ja. So um die 42 rum. 211 Stück habe ich hier. Da kann ich auch mal noch ein paar nehmen, mal 10 Stück oder so. Halt, jetzt ist es gestiegen. Wieso? Was soll das? Nee, jetzt liegt es über meinem Einkaufspreis. Da war ich zu langsam, ja. Da kaufe ich dann natürlich nichts. Nö. Hier geht es fast noch schneller als auf der goldenen Stufe, dass die Preise hin und her springen. Das ist echt der Wahnsinn. Hier auf Silber und auf Bronze kann man echt die besten Schnäppchen machen. Bismut ist auf 41,9. Das habe ich eingekauft für 43, steht hier bei mir drin. Schauen wir mal, ob es noch so ist. Bismut 42. Ah ja, dann ist es ein bisschen günstiger. Da kann ich mal ein bisschen was nehmen noch. Wie viel habe ich da? Nicht so arg viele. Nehmen wir mal 20 Stück.
Immer die Preise drücken, ja, das ist wichtig. Immer wenn ihr seht, es ist günstiger drin, als ihr im Schnitt gekauft habt, dann holt euch einfach ein paar, okay? 41,5 und mein Durchschnittseinkaufspreis liegt bei 42,0. Deswegen kaufe ich dann natürlich welche. So, der günstigste Einkaufspreis liegt hier bei 40,4. Preisentwicklung 48, 43, um die 40 rum bis 50 rauf. So, dann haben wir als nächstes Eisenklauenerz ist auf 17. Schauen wir mal. Eisenklauenerz auf Silber. So, da habe ich einen Durchschnittseinkaufspreis von 13,7. Das heißt, es liegt drüber. Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der Preis ist gar nicht so schlecht, aber nein, er liegt über meinem Durchschnittseinkaufspreis. Deswegen ist es einfach wichtig, dass man das weiß und immer wieder nachschaut und aktualisiert. 11,9 günstigster Einkaufspreis, Preisverlauf 20, 15, 17, 13. So, das Fassbier ist auf 31. Ich habe welche gekauft für 14, ja. 14,0. Wie viel habe ich da? 10 Stück, das ist nicht so arg viel. Das war auch mein günstigster Einkaufspreis, weil ich habe da auf einen Schwung ein paar eingekauft. Das Fassbier, ja, das ist auch so ein Durchschnittspreis. Also diese 14 Gold, für die ich hier eingekauft habe. Das hatte es auch eine ganze Weile und jetzt ist es ziemlich hochgegangen, ja. Ich stelle jetzt mal zwei ein, obwohl man die sich eigentlich auch echt unbedingt aufheben muss. Ne, ich stelle mal nur eins ein. Für den Raid, ja. Mal gucken, wie schnell das rausgeht oder auch nicht. Werden wir gleich sehen, weil es ist schon ziemlich teuer heute hier. Dann haben wir die ganzen Flask wieder auf Silber. Fläschchen, so, einmal die Aggression auf Silber, 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 hier ist sie. Die Aggression auf Silber eingekauft für im Schnitt 448 Gold. 448,8. Heute drin für 449, na, ist ja fast dasselbe. Ja, 432 war mein niedrigster Einkaufspreis. Aha, das Fassbier geht nicht raus zu dem Preis. Interessant. Was machen wir da jetzt? Ich habe hier 37 Stück. Also von der Aggression habe ich ja auf Gold gar nichts, weil es da so teuer ist. Das heißt, es wird sich schon lohnen, hier ein paar zu haben und zu bunkern bis Mittwoch, ja, dass man sie wenigstens auf der silbernen Qualitätsstufe verkaufen kann. Es liegt jetzt ein bisschen über meinem Einkaufspreis, aber nicht so arg viel. Deswegen würde ich mal, ja, ich nehme mal noch 3 Stück. Weil das ist eigentlich ein angemessener Preis hier, der ganz okay ist. Jetzt haben wir die Meisterschaft. Und währenddessen auch immer mal den Rest noch im Auge behalten und schauen, ja. Weil ihr seht, es schwingt hier immer noch umeinander mit den Preisen. Die Meisterschaft auf Silber. Wo ist die denn? Da. Meisterschaft auf Silber habe ich 11 Stück mal gekauft für 300,1. Ja, das war auch der günstigste Einkaufspreis, weil da habe ich nur einmal diesen einen Schwung gekauft. 381 heute ist also teurer. Ja, so, jetzt habe ich die ganze Preisentwicklung vergessen. 566 bei der Aggression. Und heute 449, die Meisterschaft 348 und heute bei 381, also teurer geworden. Ja, ist auch möglich, die Leute decken sich halt jetzt schon ein für Mittwoch, weil die ja auch wissen, dass am Mittwoch die Preise extrem hoch sein werden. Deswegen kann man jetzt schon mal was einkaufen, ja, zum Eigengebrauch meine ich jetzt. Das sind unsere Käufer, ja.
So, dann haben wir die Schnelligkeit. Die Schnelligkeit auf Silber ist hier. Da habe ich 30 Stück schon für 360,9 im Schnitt eingekauft. Günstigstes waren 348 und heute kostet es 410, ist also auch teurer. 300. Ja, ich denke, die Leute decken sich halt schon so ein bisschen ein. Ja. Der Preisverlauf ist hier bei der Schnelligkeit 398 und heute 410, also teurer. Die Vielseitigkeit ist hier. Vielseitigkeit im Schnitt für 388,3 gekauft. Das günstigste für 370,0. Der Preisverlauf. Das ist ziemlich teuer gewesen. Für 446 war das drin. Jetzt für 406. Also hier habe ich ja auch schon ein paar günstigere Preise, ja. Heute für 406 liegt auf jeden Fall über meinem Durchschnittseinkaufspreis. Heißt, ich kaufe jetzt nichts ein. Ich würde jetzt hier nur einkaufen, wenn ich nichts hätte. Oder wenn ich sagen würde, ich habe viel zu wenig, ja. Aber ich würde es hier erstmal ruhig angehen lassen. Ich habe jetzt mal 16 Stück und es reicht jetzt erst einmal, okay. Ich will jetzt hier auch nicht irgendwie mega das Risiko haben und hier massig einkaufen und werde es dann nicht los, weil weiß der Geier, was passiert, ja. Man weiß es ja nicht. Auktionshaus schon wieder mal kaputt ist oder, keine Ahnung. Deswegen reicht jetzt erstmal schon. Gemäßigter Trank, der ist heute auf 127. Auf Silber, hier ist er. 137,4. Ah ja, der ist günstig. Da kaufe ich mal ein paar. Ah Mist, jetzt habe ich es verpasst. Gemäßigter Trank. Jetzt bin ich ein bisschen durch. 120. Für was war es gerade? 117? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt habe ich jedenfalls noch ein paar gekauft, ja. 120 ist damit auch das niedrigste. 120,0, Durchschnittseinkaufspreis 137,4. Preisverlauf 130. Hält sich schon länger so bei 120 rum, der Preis. Also ich sag mal, das ist ein Durchschnittspreis, ja. Für Mittwoch zum Vorräte erst einmal jetzt ansammeln passt der Preis, würde ich sagen, ja. Wir können jetzt einmal gucken, wie viel kostet der auf Gold. Der gemäßigte Trank auf Gold, ja, zum Vergleich habe ich gekauft für 1800, versteht ihr? Also welche, die jetzt nicht so viel Gold haben oder wo auch die Gilden sagen, ist okay, nimm, musst du nicht das Beste nehmen, die kaufen den Trank, ja, weil der kostet nicht 1800, sondern bloß 120, versteht ihr? Deswegen ist es schon gut, man hat auch was auf den anderen Qualitätsstufen. Vor allem, wenn man selber halt auch meint, boah, das ist aber schon teuer, jetzt erstmal so viel ausgeben. Dann kann man auf jeden Fall, oh, das Fassbier ist gesunken auf 19,9 und da habe ich ja gerade eingestellt für 31. Ja, dann habe ich da natürlich jetzt keinen Auftrag. Aber vielleicht geht es später noch weg. Wenn nicht, ist auch wurscht, weil wir brauchen es eigentlich ja sowieso. Da könnte ich jetzt eher mal noch was einkaufen. Ich habe für 14 im Schnitt gekauft, das liegt da drüber. Aber der Preis ist trotzdem schon mal nicht so ganz schlecht, ja. Vor allem, weil ich halt nur wenig habe, da kaufe ich jetzt mal 6 Stück. Okay, und ich kaufe nicht alle, die jetzt so günstig waren. Ah ja, hier ist wieder ein Bismut-Schnäppchen und es wird gleich weg sein. Oh, ich hab's. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam und aus. Habt ihr gesehen? Ja, ganz toll wieder. Mülltisch hier, Schnäppchenalarm. Machen wir weiter. Gemäßigter Trank. Ja, passt jetzt. Da kann, wenn sowas ist, ja, was ihr gerade gesehen habt, diese Schnäppchen,
Ja, die dann sofort wechseln. Könnt ihr hier draufbleiben auf dem Item, immer wieder aktualisieren, weil wenn das einmal kommt, ist es wahrscheinlich, dass es noch ein paar Mal kommt, ja. Also man könnte jetzt hier mal campen vor diesem Item, weil kann sein, da kommt noch mal was nach. Ich weiß auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Wenn man 1 einstellt, weiß ich schon, was das soll. Da versucht jemand, die Preise zu drücken, um da billig Zeug rauszukaufen. Aber die, die jetzt da so viel eingestellt haben, also das macht ja überhaupt keinen Sinn, ja. Die sind dann wahrscheinlich drauf reingefallen auf den Trick und haben nicht geguckt, wie viel kostet so einfach schnell rein damit, ja. Und nicht gesehen, dass es so billig war oder so und haben aus Versehen dann ganz viel zu billig reingestellt. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum Leute so viel so billig reinstellen. Okay. Und das passiert nicht nur mit Bismut, das passiert auch mit Mykopracht und diesen ganzen Materialien, ja. Kam jetzt immer wieder mal vor am Wochenende. Machen wir weiter mit dem glänzenden Kristall. Auf Silber. Den habe ich gekauft für 141,3 im Schnitt. Das günstigste. Was kostet der heute? 344. Extrem teuer, ja. Da stelle ich mal ein bisschen was ein. Ich habe ja mal 10 Stück. Ja, weil die Leute brauchen jetzt schon das Gear. Die brauchen jetzt diese VZ-Materialien, ja. Nach Mittwoch natürlich auch wieder, wenn sie neues Gear haben. Aber dann haben wir das so wenig so verteilt, weil die einen raiden am Mittwoch, die anderen am Donnerstag, die nächsten irgendwie erst am Wochenende. Jetzt schauen alle, dass sie ihr Gear nochmal optimieren. Also jetzt kann man schön das Zeug verkaufen. Glänzender Kristall. 140,8 war das günstigste, was ich eingekauft habe. Und die Preisentwicklung ist hier. Und der glänzende Kristall hat sich verkauft. Schon weg, ja. Das war jetzt ein guter Deal. Glänzender Kristall. Preisentwicklung 174, 141. Die Preisentwicklung könnt ihr übrigens auch danach gucken, ja? Aber nur, wenn ihr das Item auch habt. Dann könnt ihr hier nachschauen, wobei es auch nicht alle Daten aufzeichnet. Also das muss man auch dazu sagen. Wenn was nur ganz kurz mal drin ist, ja, dann zeichnet es unter Umständen nicht auf. Und das ist natürlich der Hammer, ja? Das habe ich auch verpasst. Und wenn ihr das Item nicht habt, dann könnt ihr auch keine Preisentwicklung nachschauen. Also ihr müsst mindestens 1 haben. Ansonsten müsst ihr es halt selber aufschreiben. Also das ging jetzt sofort raus. Da stelle ich gleich nochmal 1 ein, weil das muss man nicht aufheben jetzt. Dass mir auch mal ein bisschen Kohle hier reinkommt, ja. Glänzender Kristall. 140,8, genau, habe ich schon aufgeschrieben. Heute auf 344. Also auch hier... Das ist eigentlich logisch, ja, dass jetzt die Preise hochgehen, weil einfach die Leute jetzt sich nochmal ausstatten und schauen, dass das Gear passt und wirklich alles parat ist für Mittwoch dann. So, jetzt haben wir die Mykopracht. Mykopracht auf Silber. Die habe ich eingekauft für 31,8 im Schnitt. Und sie kostet heute 29. Das ist gut. Da kaufe ich ein paar, habe ich auch nicht so arg viele. Kaufe ich mal, ja, 25 Stück. Und schon habe ich meinen Durchschnittseinkaufspreis wieder gesenkt. Hier war jetzt gerade auch wieder was. Ich habe aber keine Ahnung was, ja. Ich habe nicht so schnell geguckt. Aber irgendwas hat sich gerade wieder verändert. Ich meine, wir sehen ja auch hier im Deal Finder die Sachen. Aber das sind jetzt die Verträge. Ich mache schön der Reihe nach jetzt mal, ja. Das, sonst komme ich hier ganz durcheinander. Das günstigste jetzt bei der Mykopracht waren jetzt die für 29, die ich gerade eingekauft habe. 29,0. Und die Preisentwicklung hier ist... 37, 33, 32, 29. Dann haben wir den schimmernden Splitter. Der ist hier. Da habe ich auch schon 20 Stück eingekauft für 16,2 im Schnitt. Und das war auch das günstigste bis jetzt.
Da habe ich gleich einen Schwung gekauft, heute auf 20,1, da kann man jetzt nichts machen. Da würde ich auch nichts verkaufen, weil das finde ich viel zu geringen Gewinn. Das würde ich aufheben mal, ja. Aufheben und warten, bis die Preise mal ein bisschen raufgehen noch. Wenn auch die ersten Leute ihr Gear haben aus dem Raid oder so, gehen natürlich auch die Preise noch mal rauf. Schimmernde Splitter, Preisentwicklung 18, 16 und ist ungefähr immer so gleich jetzt auf 20, also ein bisschen ist hochgegangen. Dann kommen wir zum Schlummerseelenserum. Auf Silber. Das habe ich gekauft für 18,5. Da habe ich relativ viele schon. Und es kostet heute 61. Oh mein Gott. Was ist denn da los? Ja, da würde ich doch sagen, ich stelle mal ein paar ein, weil ich habe ja auch ziemlich viele, ne? Schlummerseelenserum. Stellen wir mal zwei ein und schauen, was passiert. Das ist ja mal krass, echt. Also hier 18,5 ist mein Durchschnittseinkaufspreis, ja? Auf Silber. Ich habe gerade nochmal geguckt, ob das denn die gleiche Qualitätsstufe ist. Nicht, dass ich hier auf Bronze gucke, ja, und stelle dann hier zu billig ein jetzt. 15,0 war das günstigste, was ich eingekauft habe. Also ihr seht, es lohnt sich schon hier nachzuschauen, ja, für wie viel habe ich im Schnitt gekauft. Und die Preisentwicklung so ein bisschen zu beobachten. Die Preisentwicklung 22, 15 und heute 61. Ja, der Wahnsinn, echt. Habe ich hier Konkurrenz? Ja, natürlich. Ich lasse es mal. Ich weiß nicht, ob das gekauft wird so. Wir testen es einfach mal aus, ja. Einfach mal drin lassen, schauen, was passiert. Hier mein glänzender Splitter, der Kristall, der bleibt jetzt drin. Da hatte ich wahrscheinlich jetzt halt Konkurrenz. Deswegen sage ich ja auch immer, legt nur kleine Stacks rein und legt immer wieder nach, immer wieder nach. Ihr müsst es eigentlich immer nachschauen. Hier bin ich noch oben. Nee, bin ich nämlich nett, weil hier wird ganz viel nach mir eingestellt. Ja, aber ich habe nicht so viele, dass ich jetzt hier permanent wieder nachlegen könnte. Versteht ihr? Deswegen mache ich jetzt da mal nichts. Beim Schlummerseelenserum kann ich es mal machen, weil da habe ich ja ein paar mehr. Aber wie hier aussieht, wird hier auch nichts gekauft, weil die zwei von der Konkurrenz, die stehen ja auch schon länger drin. Jetzt stellen wir in einer Stacks ein, oder was? So, das haben wir auch. Dann kommt jetzt der sonnenlose Panzer. Sonnenloser Panzer habe ich schon ein paar hier auf Silber. 205. Ah ja, das ist günstiger. Dann holen wir uns da doch mal noch so drei Stück. Und auch hier, ja, sonnenloser Panzer auf Gold kostet halt für 1000 drum, ja. Also der ist sehr teuer. Wo ist denn der jetzt hier, sonnenloser Panzer? Auf Gold, ja, um die 1000 drum, ja. Hier kostet er halt nur 200. Also, kann sein, der verkauft sich auch ganz gut dann, ja. Okay, eingekauft im Schnitt für 209,8. Und das günstigste war jetzt gerade für 205,2. Dann haben wir als nächstes den Sturmstaub. Sturmstaub auf Silber. 117,6 im Schnitt eingekauft und heute drin für 111. Das heißt, da hole ich mir ein paar. Oh, 110, noch besser, weil ich habe eh nur zwei Stück. Nehmen wir mal 10 Stück, ja. Sturmstaub. 110 war jetzt das günstigste. Preisverlauf. Preisverlauf 115, 116, 117, also da tut sich auch nicht viel. Schauen wir mal, ob sich das rentiert, das Item. So, jetzt kommen wir zur Vantus-Rune. Die Vantus-Rune auf Silber. (Kühm)
Okay. Da habe ich zwei Stück gekauft für 550, ja. Das war echt ein super Preis. Und dann ist das Ding hochgegangen auf 1000 und bleibt auf dem Preis scheinbar, ja. Und ich habe aber keins verkauft, weil die würde ich mir wirklich aufheben für den Raid dann, weil es braucht ja jetzt auch eigentlich keiner, ne? Man braucht es ja erst dann im Raid, wenn der aufmacht, aber die Leute im Bunkern halt schon mal vor wahrscheinlich. Die ging dann drauf auf 1000, auf 1900 sogar. Jetzt haben wir sie auf 1200 und ich warte hier, dass ich einkaufen kann, ja, weil die wird gut gehen am Mittwoch. Und jetzt haben wir hier noch diese Verträge. Da weiß ich gar nicht, habe ich da welche? Doch, Konvent der Tiefen habe ich schon. Schauen wir hier mal, habe ich gekauft für 999 und ist heute auf 1500. Das passt, dann werde ich mal da einen einstellen, ja. Konvent der Tiefen. Immer schauen, dass ihr euch auch nicht vertut mit der Qualitätsstufe, nicht, dass ihr hier guckt, was ihr auf Bronze eingekauft habt und schaut dann hier Verkaufspreise auf Silber. Also da echt aufpassen. Da stelle ich mal einen ein, der kann auch mal ein wenig länger drin liegen. Da ist die Einstellgebühr nicht so arg teuer. Also hier 999. Ah ja, da hat sich nichts verändert, ja. Da habe ich keine mehr dazu gekauft. Durchschnittspreis bleibt gleich. Aber er ist heute ein bisschen teurer. Der Konvent der Tiefen auf Silber. Der war auf 8700 und dann gesunken bis auf 1300. Dann mal auf 999 runter. Da hat er sich eine ganze Weile gehalten. Dann jetzt wieder rauf auf 1200 und da auf 1500. Und da stelle ich jetzt natürlich ein. Ja? Da mache ich einen schönen Gewinn, falls der weggeht. Schauen wir mal. Wie schaut es denn hier aus? Keine Konkurrenz. Ja, und da muss man auch wirklich das jetzt machen, weil der Preis wird hier sinken und auch nicht mehr hochgehen, weil die Leute brauchen das dann nicht mehr. Die haben dann schon ihren Ruf. Okay, schauen wir die anderen an. Arati ist immer noch ziemlich teuer. Da habe ich auch noch nichts gekauft. Der war am Anfang auch auf dieser Qualitätsstufe auf Silber. Bei 20.000 ist dann runter auf 4.300. Auf 4.000... Und jetzt pendelt er sich so um die 4000 ein, ja, der ist mir auch auf Silber noch zu teuer, durchtrennte Fäden. Der war, da habe ich keinen Preisverlauf aufgeschrieben, das ist natürlich blöd. Durchtrennte Fäden, da muss ich damit jetzt anfangen. Doch, hier habe ich ihn. 8700 am Anfang, runter auf 1600, 1300. 1100 und heute auf 900. Da würde ich jetzt mal einen, jawohl, der noch mal rauf geht, ich weiß nicht echt. Soll ich einen kaufen? Ne, ich glaube, ich mache das auf Bronze. Ich meine, der war halt schon günstig, ja, obwohl der hat auch 900 gekriegt. Ja, komm, ich kaufe mal einen jetzt. So. Dann schreibe ich das gleich mal auf. Eingekauft für 900. 94. Eine. Und dann haben wir noch die Dornugal. Halt, ne. Ja, Draht von Dorn 2000. Hier muss ich nachgucken. Ja, nicht da. Da habe ich auch noch keinen. Vertrag von Dornugal. Die Preisentwicklung ist hier. Startpreis 18.000. Runter auf 3.200 nach einiger Zeit. Da hat es sich eine Weile eingependelt, dann ist es wieder rauf auf 4.300 und jetzt sind wir auf 3.900. Also hier kaufe ich auch nichts, weil mir das zu teuer ist, ja. Das mache ich dann lieber auf Bronze. Okay, das war's. Dann bin ich jetzt hier mal durch. Ich sehe jetzt hier auch gar kein Schnäppchen mehr. Das liegt aber auch daran, dass ich hier noch nicht die Preise im Kopf habe, ja. Hier sehen wir den Dealfinder, der sagt, dass Verträge im Angebot sind, nämlich Arati und durchtrennte Fäden. Da habe ich ja gerade was eingekauft. Und der sonnenlose Panzer ist auf 199. Ja, der ist tatsächlich noch ein bisschen billiger geworden. Da nehme ich mal noch 5 Stück.
Ja, und auch hier ist es halt einfach wichtig, man muss die Preise im Kopf haben, aber ich sag's halt mal so, wenn du das auf verschiedenen Qualitätsstufen hast und machst, dann wird es halt schwierig, die Preise im Kopf zu haben, weil du musst dann das gleiche Item wissen auf Gold, auf Silber und auf Bronze. Deswegen haltet euch am besten erstmal an die Gold-Items. Außer, also wir haben hier diese Rune und die teuren Sachen, die sind einfach zu teuer auf Gold, um da zu investieren. Dann geht auf Silber oder auf Bronze runter, ja? So, das war jetzt Silber. Da ist jetzt die Liste auch fertig und ich hole einmal die gekauften Sachen raus. Auch hier seht ihr wieder einiges eingekauft, ja. Ausgegeben auch schon wieder 10.000 Gold. Ich meine, die größten Ausgaben hatten wir natürlich bei den Sachen auf Stufe Gold, weil die am teuersten sind. Hier habe ich auch ein paar Einnahmen mit Pets und so von gestern. Das passt schon, ja, das ploppt so nebenbei so ein bisschen rein. Hier habe ich ein neues Item noch, das kommt damit her. Und einiges eingekauft, also ich nehme mal alles raus hier. So, da haben wir jetzt, ja, da kam jetzt einiges noch dazu an Items. Also hier habe ich jetzt auch alles außer zwei Verträge fehlen, nämlich Heilsturz und Dornokal. Ansonsten habe ich jetzt hier auf Silber von jedem Item etwas, ja. Das kann jetzt auch an die Seite hier. Silber, genau, das kann hier an die Seite. Und jetzt brauchen wir noch Bronze. Naja, das schauen wir jetzt auch noch schnell nach. Ja. Das kann man abheften, den alten, die alte Liste. Und wir gehen auf Bronze und da brauchen wir auch eine neue Liste. Also, ich logge einmal nochmal um und gehe auf meine Alinena und mache auch die neue Liste gleich dazu. Die vom Jäger ist fertig. Und jetzt nehmen wir die vom Alinena. So, die ist hier und dann gucken wir da auch noch mal durch. Hier habe ich eigentlich schon alles schön sortiert. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt auch nichts neu hinzufügen oder so. Ich glaube, das passt. Ich brauche bloß eine neue Liste, um mir neue Durchschnittseinkaufspreise aufzuschreiben. Ich schaue jetzt einmal noch mal und gleiche ab, ob ich da alles habe, aber ich glaube schon. Fassbier habe ich. Ja, es müsste eigentlich alles da sein, ja, was musst du brauchen. Genau, dann drucke ich einfach nur schnell eine neue Liste aus und wir machen neue Durchschnittseinkommen. Wieso? Warte mal, Moment. Wieso hat das hier zwei Seiten? Nein, es hat nur eine Seite. Wir machen neue Durchschnittseinkaufspreise und tragen alles ein und dann passt's, ja. Solange das ausdruckt, gehe ich einmal zum Briefkasten und schaue, ob ich was verkauft habe von gestern. Ich glaube, habe ich hier was eingestellt? Ich weiß es nicht echt. Ja, habe ich gestern, ah ja, da habe ich am Wochenende noch ein bisschen was gekauft. Auch hier so ein Vertrag, ja, ihr seht, die sind auf Bronze sind die natürlich noch mal ein bisschen günstiger, ja. Und hier Flask auch, die sind auch wesentlich günstiger natürlich als auf Stufe Gold. Und hier seht ihr auch, ich habe eins so einen Vertrag verkauft. Durchtrennte Fäden habe ich eingekauft für 149 Gold und verkauft für 431, ja, auf der Stufe Bronze. Okay? Also da ist es besser mit den Verträgen zu handeln, weil du nicht ganz so arg viel Invest hast. 677 Gold ist natürlich auch nicht die Welt, gell? Aber wie gesagt, am Anfang geht es ein bisschen langsam erst einmal los mit den Einnahmen, weil man hat erstmal nur Ausgaben fast. Das kennt ihr ja auch noch von mir aus Dragonflight, da war es ja ganz genauso. Da habe ich erst einmal mein ganzes Gold wirklich ausgegeben und investiert und ich war wirklich fast auf Null, ja. Ja, aber dann wurden da 1,6 Millionen draus, deswegen ist es schon okay. So, hier haben wir jetzt auch die neue Liste, das mache ich jetzt genauso wie mit den anderen Charts. Einfach die neuen Durchschnittseinkaufspreise aufschreiben, weil ich wieder ein bisschen was eingekauft habe und schauen, kann ich was einkaufen, kann ich was verkaufen, ja. Also nichts anders als bei den anderen. Ich nehme hier einmal das ganze Zeug raus. Und dann gehen wir, ist das Neues dazugekommen? Nee. Dann gehen wir einmal rein und gucken, wie es ausschaut. Also hier genau das gleiche Spiel wie mit den anderen Charts, ja. Trade Skill Master nebenbei öffnen und hier die Ausgaben nachschauen. Dann fangen wir einmal hier an. Seht ihr was? Wenn ihr nichts seht, müsst ihr Bescheid sagen, dass ich was rumschieben soll.
Wir haben hier auch hier mal schon wieder den Dealfinder, durchtrennte Fäden, sagt er, ist günstig. Schauen wir noch gleich mal nach. 299 und ich habe eingekauft für 149. Nee, ist nicht günstig. Kann ich eher verkaufen. Aber habe ich überhaupt noch welche? Nein, ich habe gar keine. Naja. Ich habe keine mehr. Habe ich alle verkauft oder was? Durchtrennte Fäden. Ja. Hatte ich für 150 eingekauft. Naja, egal. Gut, schon alles verkauft. Ist auch wurscht. Ja, wenn hier was ausgeht, dann ist es halt so. Algarischer Heiltrank. Fangen wir gleich damit an. Auf Bronze. Algarischer Heiltrank. Wo ist er denn? Ja. So, den haben wir heute auf 29,9 und ich habe ihn eingekauft für 21,9. Und das günstigste waren 20,9. Preisentwicklung 30, 26, 21, 29. Also, ja, geht auch ein bisschen hoch gerade. Ich würde hier aber auch nichts verkaufen jetzt heute, wenn ich für 21 eingekauft habe und verkaufe jetzt für 29. Naja, also da warte ich lieber auf Mittwoch, ja, weil es kann gut sein, dass meine Gold-Items ziemlich schnell alle weggehen und weg sind. Und dann habe ich nichts mehr und dann habe ich aber noch Silber und Bronze, was ich noch ein bisschen verkaufen kann. Ja, wenn die Preise, weil die sinken dann erstmal nicht, ja. Da muss man echt jetzt ein bisschen was aufheben. Ich habe hier 220 Stück, das passt, also das wäre mir jetzt zu wenig Gewinn hier. Algarischer Mannertrank liegt auf 29. Ich habe Moment, habe ich jetzt auf Gold geguckt? Nee, oder? Ich habe gerade schon auf Bronze nachgeguckt, oder? Algarischer Heiltrank auf Bronze. 21,9. Ja, stimmt schon. Okay. Ja, da dürfen wir sich nicht vertun, ja, weil das macht gute Unterschiede. Teilweise. 20,7 liegt hier mein Durchschnittseinkaufspreis heute drin für 29. Macht auch keinen Sinn, hier irgendwas zu verkaufen. Das günstigste habe ich gekauft für 15,0. Preisentwicklung 25, 22, 20, 29. Dann gehen wir gleich weiter zu Bismut. Und ihr seht schon hier, dass das Bismut auf dieser Qualitätsstufe ja den gleichen Preis hat wie auf den anderen Stufen. Ja, also das kostet hier heute 42 Gold und auf Silber kostet es auch 42 und auf Gold kostet es mehr. Aber hier kostet es genauso viel wie auf Silber und das ist ja Quatsch. Also da kaufe ich jetzt nichts ein, weil das ist viel zu teuer, ja. Hier haben wir die Preisentwicklung 42, 41, 37, 42. Macht nicht so arg viel Sinn, hier was einzukaufen. Hab ich auch noch keins deswegen. Dann gehen wir weiter mit dem Eisenklauenerz. Eingekauft für 12,6 im Schnitt. Das günstigste für 9,9. Das war jetzt die falsche Zeile. Und kostet heute 13,9. Das heißt, es liegt über meinem Einkaufspreis. Ich habe 111 Stück, deswegen kaufe ich jetzt hier nichts. Die Preisentwicklung ist hier 13, 10, 14. Okay. Dann gehen wir weiter Fassbier. Das Fassbier auf Bronze habe ich gekauft für 7,6, habe 20 Stück. Heute kostet es 8,9. Okay, also da würde ich sagen, da kaufe ich ein paar. Ich habe nämlich nur 20. Und der Preis ist gar nicht mal so schlecht. Ich nehme mal 10 Stück jetzt für 8,9. Das günstigste war 7,6. Wenn die jetzt sich zum Raid nicht verkaufen, ja, aufheben. Wenn die Preise nicht schön hochgehen, weil spätestens wenn Mythisch Plus losgeht, dann verkaufen die sich. Weil Mythisch Plus ist das ein Item, das braucht man unbedingt. Also das geht richtig weg da, das Item. So, okay, Fassbier haben wir jetzt auch. Die Preisentwicklung von dem Fassbier. 7, 8. Also das, da tut sich im Moment nicht viel, ja.
Aber spätestens, wenn Mythisch Plus losgeht. So, jetzt kommen diese Fläschchen. Fläschchen, die Aggression, wir sind auf Bronze. Die Aggression auf Bronze, 167,0 war da mein Durchschnittseinkaufspreis. Das günstigste für 132. Wie viel kostet es heute? 199. Ist also teurer. Hier habe ich 55 Stück. Also das ist super, ja. Und hier sind wir halt auch viel günstiger als auf Gold. Auf Gold kostet so 1,4500. Deswegen sage ich ja hier auf Bronze auf jeden Fall auch ein paar holen, weil hier hat man viel weniger Invest. Und die Leute werden das auch auf Bronze kaufen am Mittwoch, okay? Weil einfach 4000 Gold für ein Flask echt viel ist, ja. So, haben wir es? Die Preisentwicklung noch bei der Aggression. 169, 132 und heute haben wir Aggression 199. Ja, ist ein bisschen teurer jetzt. Vielleicht bunkern die Leute sich schon für Mittwoch, ja. Die Käufer, dass sie schon einkaufen für Mittwoch. Mir reicht es hier mal 55 Stück, das passt so. Dann haben wir die Meisterschaft auf Bronze, die ist hier. 138,5 ist hier mein Durchschnittseinkaufspreis. Ich habe hier 25 Stück. Heute kostet sie 167, ist also teuer. Das günstigste 136,7. Preisentwicklung 136, 167. Wird also auch teurer. Also ich glaube wirklich, die Leute holen sich schon mal Vorräte für Mittwoch, ja. Ich kaufe hier auch nichts jetzt, es liegt unter meinem über meinem Durchschnittseinkaufspreis und ich habe jetzt mal 25 Stück, das ist mal okay jetzt, ja, das reicht. Erstmal ein bisschen was einnehmen auch mal wieder, ja. Dann haben wir die Schnelligkeit, wo ist die denn? Also ich meine, wenn ihr risikofreudig seid und so und Unmengen an Cash zur Verfügung habt, könnt ihr natürlich hier noch viel mehr kaufen als ich, ja. Weil ich sag euch, die Sachen, die werden im Preis hochgehen. Also, und das kommt auch so nicht wieder, ja. Diese allererste ID mit dem Raid, diese allererste ID, das wird die lukrativste überhaupt in dem ganzen Add-on, ja. Weil alle dann da rein wollen, versteht ihr? Also, wenn ihr euch es leisten könnt und wenn ihr auch keine Angst habt, dass ihr drauf sitzen bleibt, weil plötzlich auch ganz viele Leute einstellen und die Preise runterrauschen, dann holt euch gerne mehr. Also, für mich reicht das erst einmal so, weil mir ist das sonst zu stressig, ja. Alles hier immer schön gechillt. Also, ich bin jetzt, mein erster Fokus liegt nicht darin, möglichst viel Gold zusammen zu ramschen, sondern immer noch Spaß dran zu haben, versteht ihr? Ich meine, deswegen mache ich das ein bisschen gediegen, aber man könnte sehr viel mehr jetzt einkaufen, ja. Die Schnelligkeit habe ich gekauft für 154 im Schnitt. 154,2 und die ist heute auf 235, das ist ja krass. Das günstigste habe ich gekauft für 145,5 und die Preisentwicklung ist 145, 154 und 235. Aha, ich habe 20 Stück. Ich stelle mal eins ein, ja. Ich will jetzt nicht alle verballern, weil ich glaube, Mittwoch wird es trotzdem nochmal besser. Ich würde nur mal gucken, ob es jemand kauft, ja. So, dann haben wir als nächstes die Vielseitigkeit. Die ist hier. Die Vielseitigkeit. 174,0 Durchschnittseinkaufspreis. Heute 170. Aha, das liegt unter meinem Durchschnittseinkaufspreis. Das günstigste ist bei 145,7. Ich habe 56 Stück. Da kaufe ich mal ein paar noch, weil das liegt unter meinem Durchschnittseinkaufspreis. Ja, mal 6 Stück kaufe ich. So, 172. Preisverlauf 168, 172 und noch die anderen, für die ich da eingekauft habe. Okay, machen wir weiter mit dem gemäßigten Mykoplacht, das ist im Angebot.
Ja. Schnell. Zu langsam. Echt? Und deswegen muss man die Preise im Kopf haben, bis ich da schnell drauf gucke. Echt, ist es günstig? Ja. Ist es vorbei? Da ist es weg. Ja, jetzt haben wir hier wieder dieses Schnäppchen-Theater hier wieder. 17. Schon weg. Weg, weg, weg. Schon weg. Zu langsam einfach. Einfach zu langsam. So ärgerlich, ehrlich. Wo war man jetzt eigentlich? Der gemäßigte Trank kommt jetzt. Ja, gemäßigt, ja. Ein bisschen Mäßigung bräuchte ich jetzt auch. Gemäßigter Trank, wo ist denn der überhaupt hier? Gemäßigter Trank. 51,8. Mein Durchschnittseinkaufspreis, wie viel kostet der heute? 82, na super. 42,0 war das günstigste, wofür ich eingekauft habe. Preisentwicklung 67, 63 und heute auf 82. Wie viel habe ich da? 51. Ja gut, da kann ich da auch mal ein bisschen was einstellen, ja. Tun wir mal zwei rein, weil ich habe genug. So, dann haben wir als nächstes den glänzenden Kristall. Glänzender Kristall. Ah, ich habe keinen auf Bronze. 109. Wie schaut denn da die Preisentwicklung aus? 130. Was hat sich jetzt da verkauft? Ah ja, der gemäßigte Trank. Gut, passt. 130 und heute 109. Das ist auf jeden Fall günstiger als gestern. Deswegen würde ich da mal zwei Stück nehmen. Naja, komm, sag mal drei. 109,8. Okay, jetzt kommen wir zurück zum gemäßigten Trank und stellen nochmal zwei ein. Jetzt gehen wir zurück und er ist direkt schon wieder weg. Habt ihr es gesehen? Also ihr könnt schon Gewinne machen hier jetzt. Gehen wir zurück zur lustigen Mykopracht, die gerade schon wieder mal kurz auf 25 war, ja? Mykopracht, habe ich noch keine. Noch ärgerlicher. Ich habe nicht mal eine auf Bronze. Noch ärgerlicher, dass ich es nicht erwischt habe. Preisentwicklung 32,29. Ja, gerade auf 25, das war aber ein Schnäppchen. Auf 30, ja, also ich sag mal so, unter 30 ist schon gut, wenn man... Oh Mann, ja, da ist er noch mal. Ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Echt, ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Oh. Ich bin jetzt schnell genug. 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 Gib mir jetzt eine Mykopracht. Ich will da nur mal eins wenigstens. Nur mal eins, echt. Ja, das ist sogar für 28 ist es direkt weg. Das ist ja unglaublich, echt. Komm, jetzt gib mir halt mal da ein paar. Also, das gibt's doch nicht. Hier kann man nichts einkaufen, was unter... Ah, ich hab eins. Ich hab eins. Ich hab einen Mykopracht für 11 Gold. Das ist echt super billig, ja. Also, hier muss man echt, wenn man hier mal Zeit hat und Lust hat, auf den Spaß, jetzt könnt ihr das hier machen, ja. Schnäppchenjagd. Ey, das geht so schnell, ehrlich. Ja, und sogar die für 28, das ist der Wahnsinn, echt. Ja, keine Lust mehr jetzt. Schimmernder Splitter. Habe ich auch keinen auf Bronze. Schimmernder Splitter ist auf 14. Wie schaut denn das hier aus so? Wo ist denn der überhaupt? Da. Schimmernder Splitter auf 14. Ah ja, der war für 11 drin und jetzt für 14. Ja, da habe ich gesagt, ich gucke erstmal, wie die Preise so sind. Ich nehme jetzt mal einen, damit ich überhaupt einen habe wenigstens. Ja. So, dann habe ich mal eingekauft für 14.
Ah ja, das Spiel geht hier weiter mit der Mykoplacht. Ich hab da keine Lust mehr drauf jetzt. Schlummerseelenserum. Auf Bronze. Kostet im Schnitt gekauft für 12,6. Kostet heute, das ist sehr günstig. Ja, da kann man ein paar nehmen. Wie viel habe ich denn da? Da habe ich ziemlich viele, aber da, ich glaube, da kann man gar nicht genug haben. Das ist ein bisschen arg viel. 100 Stück mal. So. Jetzt weiß ich nicht. Das günstigste war 9 Gold, für das ich es gekauft habe. Und die Preisentwicklung ist hier 13,9. Okay. Schlummerseelenserum. Ja. So, dann haben wir hier den sonnenlosen Panzer. Da habe ich, glaube ich, auch noch keinen. Nee, nur auf Silber. Der kostet hier 125. Wie viel kostet er denn auf Silber? Auf Silber kostet er 200. Also nicht so arg viel Unterschied, ja. Finde ich ein bisschen teuer, muss ich sagen. Der war auch schon für 109 drin. Also das ist zu teuer heute. So, dann haben wir. Oh, da sind welche auf 28 drin. Na sowas. Da habe ich jetzt aber keine Lust mehr, echt. Dann haben wir jetzt hier den Sturmstaub auf 108. Da habe ich auch noch keinen. Wie schaut hier die Preisentwicklung aus? 116 gestern, heute 108. Okay, da nehme ich jetzt mal einen. Ja, damit ich mal einen habe. So, als nächstes kommt die Rune. Die kostet hier 230. Auf Bronze. Die habe ich gekauft für im Schnitt 68 Gold. Das war natürlich ein super Schnäppchen. Das günstigste habe ich für 39,9 gekauft. Das war ein wunderbares Schnäppchen. Und die Preisentwicklung ist hier 247, 148, heute 230, ja. Also sehr, sehr gut. Wie viele habe ich da? 50. Das ist sehr, sehr gut. Da könnte ich jetzt schon was verkaufen oder auf morgen warten. Ich sag mal so, ich tue mal welche rein. Weil es kann auch wirklich passieren, dass morgen, Mittwoch meine ich, die Preise eher runterrauschen, weil alle Verkäufer ihr Zeug zurückhalten bis Mittwoch. Ja, das kann natürlich auch passieren. Ich stelle mal ein paar locker ein. Die Einstellgebühren sind recht teuer, also nicht so viel einstellen und immer nur auf 12 Stunden. So, dann haben wir noch diese Verträge. Vertrag. Da habe ich durchtrennte Fäden auf Bronze und Konvent der Tiefen. Ja, mehr habe ich da auch noch nicht, weil Arati kostet da auch noch 1400, ja. Und das ist ja der gleiche Preis, was es. Nee, Moment. Quatsch. Das ist falsch. Auf Silber kostet es 3900. Also das Doppelte. Ja, mehr noch. Ja, ein bisschen mehr noch. 1400. Preisverlauf ist hier auf Bronze, ja. 10.800. Runter. Immer weiter runter auf 1800. Und dabei hat sich's dann eine Zeit lang eingependelt, dann auf 1400 und hierbei bleibt es jetzt auch. Also hier brauchst du auch nichts kaufen, weil wenn der Preis immer gleich ist, macht es keinen Sinn. Konvent der Tiefen, schauen wir mal. Da liegt mein Durchschnittseinkaufspreis bei 230 Gold. 230,7. Das günstigste war für 197,9. Der Preisverlauf ist hier 1300 und dann bis auf 197 runter und da hat es sich dann eingependelt, ja. Heute sind wir hier auf 380, das heißt, ich kann natürlich jetzt wunderbar verkaufen und da braucht man auch nichts aufheben. Für 230 habe ich im Schnitt gekauft, für 380 verkaufe ich, also wunderbar. Wo haben wir das Ding? Hier. Da stelle ich mal zwei Stück ein. Ja, hier sind die Einstellgebühren sehr hoch. Da mache ich mal lieber nur eins, ja. So, dann haben wir noch die durchtrennten Fäden. Da habe ich auch welche. Zwei Stück, aber nur gekauft für im Schnitt 149,9.
Das günstigste ist, ja, das, da habe ich nur zwei genau für den Preis eingekauft. Habe ich keine mehr, glaube ich, oder? Kann es sein? Nee, ich habe gar keine mehr. Ich habe die eingekauft und wieder verkauft. Durchtrennte Fäden kosten halt 299. Ja, das macht dann keinen Sinn. Die waren am Anfang drin für 1300, sind dann abgesunken auf 300, dann auf 150, dann wieder angestiegen auf 500 und jetzt sind wir bei 299. Also da kann ich heute nichts machen, weil ich habe nichts, ja. Hier kaufe ich auch nichts ein, weil dafür ist es zu teuer. Dann haben wir noch den Dornogal, der liegt heute bei 1400, da habe ich ja keinen. Schauen wir mal die Preisentwicklung hier. 7900, 8500, 1800, da ist dann ziemlich schnell gesunken, 1400 und bei 1400 hat sich's eingependelt. Also hier braucht man auch nichts machen, weil wenn das immer den gleichen Preis hat, macht es keinen Sinn, ja? Okay, dann sind wir jetzt hier auch durch. So schaut die Liste aus. Also hier habe ich auch schon ziemlich vieles jetzt. Ich bin somit bereit für Mittwoch. Ich habe fast von allen Items etwas. Was mir hier jetzt noch fehlt auf Bronze wäre jetzt Bismut. Da habe ich keins, weil ich einfach finde, das kostet hier genauso viel. Es kostet hier genauso viel wie auf Silber. Also das ist irgendwie Unsinn, ja. Das weiß nicht, ob das Sinn macht, dann da was einzukaufen. Warum sollte das hier? Ich weiß nicht. Wobei, es war schon auch so in Dragonflight, dass da auch Items waren in drei Qualitätsstufen und die Preise waren sogar teurer auf den niedrigen Qualitätsstufen und es hat sich auch verkauft. Aber selbst wenn, zum Einkaufen ist es zu viel, da würde ich so um die 35 einkaufen, ja. Ansonsten, Eisenklauenerz ist gerade billig, sehe ich gerade. Ah, schon wieder weg, natürlich. Natürlich, das gleiche Spiel wie mit der Mykoprakt, ja. Da könnt ihr den ganzen Tag könnt ihr hier Schnäppchenjäger spielen. Mit Mykoprakt, Bismut und Eisenklauenerz. So nervig einfach, ja. Naja, vielleicht hat jemand Spaß dran. Also es fehlt mir hier noch Bismut, es fehlt mir hier der sonnenlose Panzer und zwei von den Verträgen. Jetzt schaue ich mal einmal durch. Ich habe jetzt aber, wenn ich jetzt mal meine ganzen Listen nehme, ja, von allen vier Chars, die das Zeug in drei verschiedenen Qualitätsstufen haben und mir alles mal durchgucke, sehe ich hier keine einzige Lücke mehr, ja, außer beim Arati-Vertrag. Das heißt, ich bin einmal komplett abgedeckt jetzt mit Items, ihr könnt es jetzt hier nicht sehen. Aber ich habe jetzt, und das Datum fehlt noch, ich habe jetzt wirklich von jedem Item auf irgendeiner Stufe zumindest etwas, okay? Das einzige Item, wovon ich gar nichts habe, ist der Arati-Vertrag, wobei der auch nicht wichtig ist jetzt für Mittwoch, weil der für den Raid völlig uninteressant ist, ja. Im Gegenteil, ist möglich, dass diese Sachen sogar sinken jetzt, die Verträge, wenn der Raid aufmacht. So, jetzt hat sich, ah ja, der Konvent der Tiefen hat sich verkauft. Das stelle ich gleich nochmal ein. Also es ist möglich, dass diese Verträge jetzt billiger werden, wenn der Raid aufmacht, weil die Leute haben jetzt dann was anderes zu tun, außer Ruf zu farmen, nämlich zu raiden, ja. Okay, versteht ihr? Und dann farmt man, dann ist es erstmal nicht mehr so wichtig und die meisten haben es sowieso schon jetzt, ja. Also, wer schnell ist und so, der hat es eh schon und nicht jeder kauft auch so einen Vertrag. Manche farmen einfach so Ruf, manche kaufen die Verträge erst dann, wenn die wirklich mega billig sind, weil das denen einfach nicht wert ist, jetzt so teuer einzukaufen, auch nicht mal auf Bronze. Also, da kann man davon ausgehen, die sinken eher noch. Ansonsten, ich bin jetzt wirklich vorbereitet für Mittwoch, wenn der Raid aufmacht. Ich habe alles, ich habe von jedem Item, was ich haben wollte, was hier in meinen Listen ist, habe ich zumindest in einer Qualitätsstufe
etwas. Außer Vertrag von Rati, wobei der fürs Raiden nicht wichtig ist, okay? Ja, ich rate euch auf jeden Fall, haltet heute und morgen nochmal die Augen offen nach Schnäppchen. Wenn ihr Lust auf diese nervige Mülltisch-Schnäppchenjagd habt, dann geht hier auf die Stufe Bronze und schaut hier auf die Mykopracht und aktualisiert hier permanent, weil hier kommen permanent Schnäppchen rein für 10 Gold das Stück oder so und für 9 Gold und so weiter. Ja, aber ihr seht die Sachen, wie schnell die hier rausgehen und wie schnell das hier alles geht. Also wenn ihr da auf sowas Lust habt, genau das gleiche hier auch mit Bismut, da könnt ihr das genauso machen. Da ist hier auch Schnäppchenjagd jeden Tag, ja, permanent, hier schon wieder was. Also wenn ihr da Lust habt, dann geht da drauf. Es funktioniert teilweise auch auf Silber und manches geht auch auf Gold, aber am besten geht es hier auf Bronze. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. Viel Erfolg und viel Spaß beim Vorbereiten. Wir sehen uns live erst wieder am Freitag, ja. Freitag, ja, ich weiß aber nicht, ich gebe euch noch Bescheid, kann sein, ich muss da was verschieben eventuell. Freitag, muss ich mal schauen. Wenn ich verschieben muss, dann gebe ich euch auf YouTube Bescheid. Also hier auf dem Kanal werde ich, da schreibe ich nichts rein. Ja, da bleibt der Zeitplan so, wie er ist. Aber wenn ich was verschieben muss, gebe ich euch auf YouTube Bescheid. Und zwar nur auf YouTube, also guckt einfach da, gerne dürft ihr auch folgen und die folgen und die Glocke aktivieren, dann kriegt ihr es eh mit, wenn ich live bin. Ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns am Freitag höchstwahrscheinlich live wieder und bis dahin sehen wir uns jeden Tag auf YouTube und dann zeige ich euch auch immer ein bisschen was hier, was so geht im Auktionshaus und ich bin vor allem sehr gespannt auf Mittwoch dann, ja. Also dann, bis zum nächsten Mal. Habt noch eine schöne Woche. Tschüss.